Haben wir schon angefangen? Also, ich mach nochmal. Warte, Test 1, 2, 3, ist der Ton gut? Ja, super, fantastisch. Schön, 1, 2, 3. Das ist sogar fantastisch. Ah, schau jetzt. Hervorragend. Jetzt überschloss du mit dem Superlativ. Das können wir ja gar nicht mehr steigern. Phänomenal. Nein, hör auf. So, Feelgood Podcast Nummer 36, richtig, richtig. Und zu Gast ist der Robin Rehmann. Grüezi miteinander. Hello, wir haben es gerade vorher davon gehabt. Wir kennen uns in Ewigkeiten, ja. Wir haben uns jetzt aber auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja. Und manchmal braucht es einen Podcast, dass man sich wieder sieht. Genau, wobei ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich dich Ewigkeiten nicht gesehen habe. Ich höre dich regelmäßig, ich höre den Feelgood Podcast. Ich finde ihn cool. Das freut mich. Ich höre das im Auto und ich sehe auch immer wieder deine Gags und so, was du machst. Ich verfolge dich online. Ja, ich bin immer wieder mal auf deiner Facebook-Seite. Von dem her habe ich gar nicht das Gefühl, dass sei so eine Distanz zwischen uns, sondern ich habe das Gefühl, ich sehe dich wie ein Kollege immer wieder mal. Das auch, aber es ist ja gleich komisch, wenn man dann nicht mehr den Austausch hat, wie man auch schon hat, sozusagen. Ja, vielleicht auch besser, weil dann kann man selber dosieren. Weil du weißt, wenn ich dir gegenüberstand oder du mir, also das ist, kommt ja von beiden Seiten, und dann geht man ab in einer Emotion, dann muss man ja sich dem stellen und man kann nicht einfach wegklicken, oder? Das stimmt. Wobei, das ist ja mit den jetzigen Medien, und im 2020 sowieso nochmal spezieller, kannst du es ja eigentlich doch wieder dosieren, weil man entscheidet ja selber, wenn man dann aufs SMS, WhatsApp, Insta, DM, was genau. Antwortet, oder? Genau, das, oder wenn, oder wie, oder ob man antwortet. Genau. Hat man selber unter Kontrolle. Ja. Das ist der Vorteil an der Quarantäne. Ich habe manchmal ein mega schlechtes Gewissen, wenn wirklich auf den Antwort quasi vergessen geht. Wo ich mal hat mir so jemandem schreiben. Und das wirkt dann so wie eben schon ein Signal, von wegen, was du jetzt auch immer gefragt hast, will ich auf keinen Fall machen. Will ich antworte nie. Dabei habe ich es wirklich oft vergessen. Machst du es oft, dass du nicht antwortest? Ist mir jetzt einmal passiert. Auf etwas, wo du nicht willst antworten? Nein, es ist mir einmal passiert, jetzt das Jahr, wo jemand geschrieben hat. Wo du behauptet hast, du hättest es vergessen? Nein, wo ich es wirklich vergessen habe. Ich wo du es bis heute noch behauptest, du hättest es vergessen. Ja, aber das ist ja völlig okay. Man darf auch bewusst etwas vergessen. Ich habe es nicht bewusst vergessen. Es ist untergegangen. Ja, aber der erste Schritt ist dazu stehen, dass man es bewusst vergessen hat. Meinst du, ich habe eher das Gefühl, ich habe es unterbewusst vergessen? Unterbewusst bewusst. Weil sonst würde es dich ja jetzt nicht so belasten, weil wenn es vergessen hätte, wäre es ja ganz weg. Nein, ich habe es wieder gesehen. Ja, weil du es immer noch gewusst hast, dass es noch da ist. Nein. Sonst hättest du es ja gar nicht mehr gesehen. Ich habe beim Scrollen von diesen dummen also Facebook-Nachrichten habe ich es gesehen. Aber weißt du, es ist dann auch so eine Frage gesehen, so, hast du eine Leitung, wo man gut könnte Zoom-Call machen? Das war die Frage gesehen, oder? Mhm. Und auf das habe ich dann nicht geantwortet. Mhm. Aber es ist sehr schön, bist du jetzt da im Feelgood-Podcast. Und 2020, hast du vorher gesagt, ist schon ein spezielles Jahr. Für alle ein spezielles Jahr. Wie geht es dir? Ich kann sagen, es geht mir gut in dem Feelgood-Podcast. es ist eben, wie gesagt, eine spezielle Herausforderung. Vor allem fällt mir auf, dass es so Leute... Also, es ist schwierig, wie sagt man jetzt das? In meinem Freundeskreis, du weißt, ich tue mich mit chronischen Krankheiten auseinandersetzen, weil ich selber lang chronisch krank war oder immer noch bin. Und ich merke jetzt einfach, dass die Corona-Krise so ein bisschen die Gruppe spaltet. Menschen, die schon mal eine schwere Krankheit hatten oder mit Krankheit sich mit auseinandersetzen, nehmen die jetzige Situation und Massnahmen einfach viel ernster als Leute, die immer gesund waren und noch nie mit der Krankheit konfrontiert worden sind. Und die, die immer gesund waren, sagen, es geht doch nicht so und so. Und die tun das, macht das zum Teil auch mit einer Vehemenz, die mir ein bisschen Angst macht. Was sich aber auch erklären lässt. Also, das ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Das heisst, umso weniger du über etwas Bescheid weißt, umso vehementer bist du dieser Meinung. Yeah. Also wenn du zum Beispiel einen Arzt fragst, der jetzt auf einer Intensivstation Corona-Patienten behandelt, wenn der zum Thema Corona fragst, wird er dir nicht vehement sagen, nein, so und so und so, sondern er wird das sehr differenziert können anschauen, oder? Ja. Yeah. Und
umso weniger du eben weißt, umso mehr behauptest du und kommst so in die anstrengende Rolle von dem Behaupter, mhm. der jetzt die Meinung hat und die stimmt. Und ich habe das in einem schönen Beispiel erlebt, wo ich gemerkt habe, dass umso mehr du über etwas weißt, umso weniger weißt. Wo zum Beispiel mein behandelnder Arzt, wo wir an einem Punkt waren, wo wir müssen sagen, ja, der Dickdarm muss entfernt werden, das sieht überhaupt nicht gut aus. Und wir haben so viele Jahre darum gedoktert und ich eigentlich wollte wissen, ja, wieso hat es jetzt wieder nicht geklappt? Und der hat das jahrelang studiert und das ist sein Hauptfachgebiet. Und der hat er gesagt, du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es überhaupt nicht. Ich kann dir schon erklären, was das für eine Krankheit ist und welche Medikamente es gibt, aber wieso das jetzt da nicht funktioniert und so, das weiß ich nicht. Bei einem Einzelfall? Keine Ahnung. Mhm. Oder bei jedem einzelnen Fall. Eben. Weiß ich nicht, wieso der jetzt so reagiert. Ja, aber ja. Menschen, die nicht so studiert sind wie er, also die das nicht quasi Koryphäe sind in dem Gebiet, sondern irgendwelche, nicht gegen Naturheilpraktiker, aber zum Beispiel Naturheilpraktiker oder mein Nachbar, der weiß ganz genau, wo das Problem liegt und kann mit einer Vehemenz sagen, wenn, ist ja logisch, wenn du vor dem Fernseher auf dem Sofa isst, dass der Bauchweh bekommt. Oder irgendwie so ein komisches Argument. Die können das mit einer unglaublichen Vehemenz. Die können in Berlin auf die Straße und schreien und ich will meine Freiheit. Und so völlig jenseits, weil sie es nicht verstehen, oder? Und sich so freiwillig als Double zu outen. Wieso macht man das? Ja, ich brauche keine Maske. Wieso? Also weißt du, dann sind das Freunde von einem selber. Und man denkt so, shit, du bist auch dem Dunning-Kruger-Effekt untergeordnet. Und ich will mich da nicht rausnehmen. Ich auch. Ich bin in viel, viel mehr Rücksicht wahrscheinlich. Genau auch, weil ich das Gefühl habe, ich wüsste, dass der Virus so schlimm ist. Ja. Also ich will mich da nicht rausnehmen. Ich habe immer das Gefühl, dass in jedem Extrem ist es dann ungesund. Es ist eben nicht so einfach. Ja. Für Körper und Geist. Oder? Weil man dann eben auf einmal die Spaltung, die in schon ganz vielen Sachen passiert ist in den letzten Jahren, weil ja dann auch eben alles politisiert wird. Und bei uns noch weniger, habe ich das Gefühl, als an anderen Orten, aber auch das Virus ist politisiert worden. Meinung ist ganz wichtig, die Meinungsmache, oder? Ja, ja. Und nachher, wenn jemand in Not ist und in eine Krise geht, wie man das dann gerade instrumentalisiert, das erlebe ich jetzt gerade, wo mir extrem auffällt. Also sei das bei Menschen, die eben Depressionen haben oder die einen schweren körperlichen Unfall haben oder irgendwie sonst etwas, die sind ja eigentlich in Not. Und dass es sogenannte Hilfesteller gibt, die sagen, wenn du jetzt an Gott glaubst, dann geht das weg und so. Hm. Das heisst, wenn du in einer Notsituation bist, bist du vulnerabel und dann kannst du schnell zum Spielball werden. Und das wird auch jetzt in der Corona-Krise gemacht, wenn man sieht, wie die Rechten jetzt anfangen, die Leute, die verwirrt sind und überfordert, sagen, siehst du, der Staat, der macht alles falsch, der ist gegen dich und so und so. Und die lassen sich dann auch beeinflussen, weil sie in einer geschwächten Position sind. Und das ist das, was ich jetzt so stark in diesem Jahr sehe, wie noch nie zuvor. Und ja, das ist halt so. Das heißt, hast du jetzt in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, hast du jetzt Trennungen sozusagen wegen diesem Jahr? Nein, also das Gute ist, in meinem Freundeskreis, das sind ja Freunde, hat man auch füreinander Verständnis. Also ich habe Verständnis, wieso der eine Freund zum Beispiel so locker mit allem umgeht und überhaupt kein Problem sieht. Und er hat auch Verständnis, wieso ich das nicht mache. Und das ist okay. Und wir, obwohl wir ja beide von unserer Seite überzeugt sind, haben wir wegen dem keinen Streit. Ja, ich glaube, das ist ja mit allem so. Das ist ja mit Politik so, mit Religion so. Sonst könntest du ja gar keine Freunde haben. Weil du wirst ja nie einen Grossteil von Menschen finden, die deckungsgleich das denken, was du denkst. Genau, aber man darf darüber diskutieren. Das ist natürlich absolut. Aber manchmal überbordet eben die Diskussion und das macht mir dann Angst. Ja. Wenn dann Leute so überborden. Ja, ja, weil, also ein Bekannter von mir, der hat wirklich jemanden quasi Golo, wie er sagt, aus seinem Kreis. Ja, ist besser vielleicht. Ne? Weil er gesagt hat, die Person ist jetzt wirklich auch niemand anders. Also verbrandet. Weißt du, mit halt QAnon so, oder? Das ist eine Psychose, oder? Die kannst du nicht mehr zurückholen. Das, hat ja, er das gesagt, ist halt da, oder für wie, das ist eine Psychose, das könnte man vielleicht schon irgendwie behandeln. Weißt du, es gibt vielleicht schon einen Weg, oder? Das ist wie ein. Zum Beispiel mit Alkoholikern kenne ich mich aus. Oder? Wenn ein Alkoholiker, der
kann man schon sagen, ich kann dem nicht, dem muss sich selber helfen. Oder? Man muss sich dort schon entfernen, das ist schon sinnvoll. Irgendwann muss man aufgeben, muss man sagen, ich muss jetzt die Person gehen lassen. Ja. Ja, zumindest für den Moment. So, also vielleicht kommt ja die Person von sich aus dann irgendwann zurück und sagt, übrigens... Genau, aber man kann es nicht, man muss auch Menschen gehen lassen. Vielleicht ist das Jahr 2020 ein Jahr, wo man Menschen gehen lässt und wo sich auch viele outen als Wahnsinnige. Ich habe nie gewusst, also ich habe... Outen sie sich als Wahnsinnige, ja, Moment, oder sind sie wahnsinnig geworden? Das ist ich weiß nicht, ich hatte den Moment vor Corona einmal gehabt. Und zwar, ich kann nicht... Ja, ich muss jetzt überlegen, wenn ich darüber rede, nicht, dass die noch mehr Zulauf bekommen, weil ich habe mit einem Sektenforscher über diese Gruppierung geredet und der hat mir gesagt, umso mehr du über die redest, umso mehr Zulauf bekommen sie. Ja. Da muss ich nicht sagen, aber es war also, Fall eine Gruppierung Voldemort. Und dort hat mir jemand gesagt, dort musst du unbedingt an, die redet Wort. Und ich erzähle dir jetzt, um was es gegangen ist in dieser Gruppierung Voldemort. Und zwar haben die vom Teufel geredet und vom Satan, wo ganz schlimme Sachen macht und Verbündete hat in der Politik und im Journalismus und mit den Ärzten und weiss nicht was. Und das sind 100 Leute in dem Rössli gehockt im Thun. Im Thun ist das gewesen. Ich kann mir sagen, welches Rössli? Und es gibt ja zwei, drei. Die haben aber alle normal ausgesehen. Also die Leute haben nicht ausgesehen wie Aluhüte tragen, weißt du, so jetzt, ja, also jetzt, die sieht man ja, die Rechtsradikalen und Naturheilpraktiker, das sind jetzt momentan die gleichen in diesem Jahr. Aber so, da sieht man gerade, okay, der, das Hakenkreuz tätowiert, der ist wahrscheinlich ein bisschen radikal. Aber das hat man denen nicht angesehen, die haben ausgesehen wie du und ich. Ja. Und dann bin ich dir gehockt und dann habe ich dann die Hand gehoben und gefragt, ganz kurz, schnell, ihr glaubt alle an den Satan, an den wahrhaftigen Satan, an den Teufel. Und dann haben sie gesagt, ja, du siehst ihn noch nicht. Und das war vor etwa 4-5 Jahren, habe ich das erlebt. Und dort habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, hä? Es gibt in dem Fall noch eine Dimension, die ich nicht verstanden habe. Es gibt Menschen, die ich keinen Zugang habe. Also irgendwie. Und jetzt in dieser Corona-Krise sieht man ganz viele, kommen alle aus den Löchern und es gibt ganz viele von denen, die an irgendetwas glauben, wo du das Gefühl hast, wie QAnon oder weißt du was, wo, oder Pizzagate, wo Kinderblut trinken irgendwo, what the fuck, was ist das? Ja, es ist ja sicher schon immer rumgesehen, aber eine grosse Revolution natürlich Internet, weißt du, wenn irgendwie, auf Weiss gibt es immer so geile Berichte von Leuten, die dann irgendwie so einen spezifischen Fetisch haben und so Sachen, oder? Ja. Und Virus hat das auch mal gemacht in Kombination mit... Ja, ist sogar mit geheißen. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Aber es hat ja dann so ein paar Geschichten gegeben, wo ich mitgekriegt habe, die hätten wir jetzt nicht dürfen in SRF Player tun, weil es ist schon sehr extrem. Ja. Aber das Krasse ist, du merkst dann, sogar von dem gibt es 100 in der Schweiz. Und früher hatte die sich nicht gefunden und hatte gedacht, ich habe einen mega komischen Fetisch, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Erde, der Fetisch hat. Und dann gehst du mal aber ins Internet und findest irgendein Forum und dann heisst, doch, auch ich habe gerne so und so Sachen an und ich mache gerne das und das und so. Und also ich gehöre nicht zu denen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann eben Verbündete findest, dann gibt dir das ja auf einmal eine Kraft und ein Empowerment, dass, eben, dass du nicht allein bist, was ich mega schön finde an sich, aber das kann natürlich dann aus dem Ruder laufen. Und, das ist so, und es gibt ja auch Orte, wo das wichtig ist, dass man eben tolerant ist und auch die Minderheiten unterstützt und fördert. Und, absolut. Und das ist ja wie die schreckliche Diskussion jetzt, wo, wegen der Triage, oder? Dass da irgendein Virolog gesagt hat, wenn jetzt ein Corona-Skeptiker sollte kein Notbett bekommen, sollte nicht auf der Intensivstation behandelt werden. Das finde ich schrecklich. Also wie kann man so etwas... Ja, macht ja keinen Sinn. Aber, also weißt du, so quasi wie, wenn der hat ja nicht daran geglaubt, der kann ja... Wenn es in dem Fall keine Corona gibt, dann helfen wir dem nicht. Wie kann man so, das ist ja ethisch auch eine Katastrophe. Man muss ja alle Menschen, also ich probiere es irgendwie gern zu haben, auch wenn es zum Teil wirklich schwierig ist. Und wenn ich jetzt wünsche jetzt niemandem, ich wünsche wirklich niemandem Corona. Ich wünsche niemandem, vielleicht eben, weil ich selber Erfahrung habe mit einer chronischen Krankheit, vielleicht hätte ich ganz anders geschwätzt, wenn ich das selber nie erfahren hätte. Aber durch das Erfahren von so etwas, es hat niemand Schlechtes verdient. Egal wie er ist. Absolut. Das habe ich auch so krass gefunden, wo dann zum Beispiel der Trump Corona gekriegt hat. Und sich gefreut haben. Und ein paar sich gefreut haben und noch gesagt, hoffentlich stirbt er dran. Was ist das? Und man sagt,
Natürlich sagst du das, wenn er es noch nicht hat. Genau das Gleiche, wie man mit Gefangenen umgeht, ja auch in der Schweiz. So. Also die Gefängnisse zum Teil, der Hochsicherheit oder so. Mhm. Also das ist ja, nur von oben Tageslicht hast und darfst einmal eine Stunde pro Tag im Kreis laufen. Also, das ist ja, dass das heute noch gibt, so Zeug, weißt du. So. Mhm. Da frage ich mich dann zum Teil schon, sind wir im Mittelalter, weißt du, so, yeah. so ethisch gesehen. Ja, es gibt einfach, ja komm, es gibt, ja. Ich kenne mich, zu wenig aus mit Gefangenen, Gefangenenverhalten. Ja. Oder auch wenn du amerikanische Gefängnisse anschaust oder so. Also wenn jetzt eben, aber ich glaube, das sind ja schon nochmal deutliche Unterschiede. Ja. Allein schon, warum du überhaupt ins Gefängnis kommst. Ja, da muss man natürlich schon Leute, die sich wirklich so eine schlimme Straftat begehen. Das muss man ja die Gesellschaft irgendwie schützen von diesen Leuten. Genau. Das stimmt schon. Aber die Frage ist, wie man sie schützt. Das ist dann eben der schmale Grat, oder? Wo ist es noch vor den anderen schützen und wo ist es dann eben die Person eigentlich foltern, sozusagen? Ich meine, die Gesellschaft ist ja geschützt, wenn der andere einfach weg ist. Aber genau. Da können von mir aus auch in einem Gummischloss weg sein, wo er jeden Tag Wärmesel bekommt. Das ist doch gleich, er muss einfach weg von der Gesellschaft. Es bringt doch nichts, wenn er nachher nur Wasser und Brot bekommt. Was ist denn das? Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, in der Schweiz kriegt man sogar Spaghetti Bolognese. Ja, hoffentlich. Als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, ja, hör auf. Geil. Ich fand Spaghetti Bolognese, ich liebe Spaghetti Bolognese. Leute, die so etwas sagen, sind auch die gleichen, die sagen, ja, der Ausländer rührt mir das Geld hinter drin. Habe ich heute auf einem Instagram-Account gelesen, wo also, heisst, nur schnell, ich sage das nicht, gell? Nein, du sagst es nicht. Ich habe heute bei SRF3 auf meinem Instagram-Account gelesen, wieso gibt es so viele Ausländer in der Schweiz? Und dann hat es geheißen, ja, es gibt so viele, weil es so schwierig ist, einen Schweizer Pass zu bekommen, weil die Einbürgerung so kompliziert ist. Und dort hat es unten dran Kommentare gegeben. So, ja, Gott sei Dank, es sollte noch schwieriger gemacht werden. Und weißt du, wieso willst du einen anderen Menschen leiden lassen? Was ist das? Und wieso schreibt man öffentlich so etwas? Ich glaube, es ist die eigene, wie nennt man das? Unzufriedenheit. Eben, und das gibt es jetzt im 2020 so unglaublich viel. Aber ich habe etwas Lustiges gesehen vom Jan Böhmermann. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die deutsche Regierung hat doch so Videos veröffentlicht für Corona, wie man sich jetzt verhalten soll. Mhm. So ein Comedy-Video, hast du das gesehen? Nein. Du siehst einen alten Mann dort hocken, in der Zukunft, und der sagt, ja, ich erinnere mich an 2020, das Virus brach aus, wir wussten nicht, wie wir reagieren sollen, und wir taten nichts. Wir blieben zu Hause, sind rumgegammelt, und dann sieht man, wie sie rumgammeln und Chicken Wings essen und gamen, und sagt, und somit waren wir die Helden. Oder? Und das ist so das Video. Und ist eigentlich noch lustig, ich finde es noch gut. Außer, dass sich natürlich wieder viele Leute darüber aufregen und sagen, was ist das für ein Signal? Genau. Aber der Böhmermann hat es nachher so gedreht, so quasi, ja, ich erinnere mich, 2020, die große Flüchtlingskrise, so viele Leute sind im Mittelmeer ertrunken und wir taten nichts. Mhm. Wir sind rumgegammelt und das ist, und wie der das auf die Ebene gedrillt hat. Ja. Grossartig. Und das ist ja die Art von Humor, die ich lustig finde, weil ich dann wieder merke, das ist ja ein Comedy-Podcast, da reden wir über Comedy, oder? Weil ich dann wieder merke, dass das Lustige an der Welt ist ja, dass die Welt so lustig ist, dass es nur Chaos gibt. Es gibt gar nicht es gut oder schlecht, es gibt nur Wahnsinn und eigentlich kann man nur lachen. Und wenn man jetzt von außen das anschaut, was auf dieser Welt passiert, das ist das grösste Comedy-Programm. Also wenn man jetzt irgendwie außerirdisch ist und schaut, wie wir Menschen, was wir machen. Das ist so widersprüchlich und so lustig und so völlig schräg. Das ist. Also. Da frage ich mich schon. Ich spiele da mit. Ich bin. Also du auch. Wir haben da Rollen. Wir sind da. Und wir sind genau gleich hohl. Wir schwätzen drüber in zwei Mikrofonen, während drei Kameras uns filmen und ein Typ rumklickt. Aber es ist ja schon ein riesen Comedy. Und es ist ja auch sehr viel schwarzer Humor. Und es ist ja so tragisch und es ist ja so schlimm. Und es ist ja, so ja, aber der Humor hilft ja genau für das. Also der Humor hilft ja in der Verarbeitung, allein schon im Angesicht von der Tragödie sozusagen, dass man sie besser ertragen kann. Oder? Es gibt nichts Befreiendes. Es gibt ein schönes Zitat, das mal einer gesagt hat, der schwer depressiv ist. Das blieb mir jetzt gerade, das habe ich wirklich schön gefunden. Hat er gesagt, Sonne scheint, Vögel singen, ein guter Tag, mich umzubringen. Das hat so viel Echtes drin gehabt, wie der das auch gesagt hat. Und so in dem Moment, ich habe gefunden, wow,
it sums it up. Das ist sagen, das ist so die Essenz. So ja. Irgendwie, es ist alles einfach crazy und ja. Das ist so irgendwie das, was ich so gerade ein bisschen fühle, das Jahr. Wenn du mich fragst, wie geht es mir? Gerade wollte ich sagen, jetzt war ich drauf gekommen, nach 20 Minuten hatten wir, glaube ich, noch nicht ganz klar, wie es dir geht. Aber doch, doch, das Wahnsinn. Oder? Nein, das sind Gedanken dazu, sozusagen. Aber wenn ich überlege, wie lange wir uns schon kennen, habe ich so das Gefühl, wir beide haben komplette nicht Verwandlung, aber komplette Evolutionen gemacht von unseren Persönlichkeiten. Mhm. Unabhängig, logischerweise, aber auch gemeinsam in unserer Beziehung, weil ich kenne dich mein halbes Leben. Stimmt, ja. Und etwa gleich. Also du bist speziell älter als ich, aber nicht viel. Ja. Also ich kenne dich, seit ich irgendwie ein Teenager bin. Mhm. Und aufgrund von dem habe ich dann so irgendwann überlegt, und gesagt, Scheiße, was habe ich mit dem Robin eigentlich alles erlebt, alles gemacht? Ja. Was hat er für ein crazy Leben gehabt? Was habe ich für ein komisches Leben gehabt? Und bei dir ist die Evolution früher losgegangen, zum Teil auch wegen äußeren Umständen, aber ich glaube auch, weil du irgendwie einfach hast, an dir arbeiten, grundsätzlich. Als Alter, Das Alter. Ich kann dir jetzt etwas sagen, ich habe jetzt einen kleinen Vorsprung. Ich habe die Erkenntnis erst gerade jetzt gehabt und du bist ja, wie alt bist du jetzt? 32, ich bin jetzt 39, ich werde jetzt im Januar 40. Und mit 40 fängt man ja so an, so ein bisschen so altklug zu sein. Und ich kann dir jetzt das mitgeben. Was ich jetzt neu entdeckt habe, ist, ich habe immer gesagt, das Leben ist kurz. Mhm. Und man muss einen Moment am Schopf packen. Und ich bin immer gesagt, jetzt das Konzert, das Zelt und das Projekt ist so wichtig und das ist alles so wichtig. Aber jetzt, erst gerade kürzlich, ist mir aufgefallen, das stimmt gar nicht. Also das Leben ist eigentlich lang, mega lang. Mhm. Und wenn ein Moment jetzt gerade nicht so läuft, wie du dir wünschst, der verändert sich wieder. Ja. Alles verändert sich ständig wieder und du bist in einer völlig anderen Situation in 5 bis 10 Jahren und du bist noch viel 5 bis 10 Jahre vor dir haben. Mhm. Also das heisst, alles, was du hast und alles, was ist, bleibt nicht so. Das kann gut oder schlecht sein, aber es ist nicht so wichtig, dass es jetzt genau so gut kommt. Es ist eigentlich nicht gerade egal, aber auf dein Leben gesehen, es verändert sich. Also kommst du aus, was ich dir will sagen? Absolut. Das Leben ist lang, nicht absolut. Das, also kurz. Ich habe das Gefühl, dass im Moment, wo ich angefangen habe, Comedy zu machen, habe ich zuerst auch noch die alte Weisheit gehabt, von wegen, das ist es jetzt. Quasi, wenn es der Auftritt nicht ist, dann hast du für immer abgekackt. Weißt du, vom Gefühl her. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du da der Premiere krank gewesen bist von dem neuen Programm? Jetzt? Ja. Also ich mache noch schnell dran den Satz fertig. Weil irgendwie nach den irgendwie 2 Jahren oder so ist dann die Erkenntnis gekommen, nein, das sind alles ganz kleine Schritte auf dem grossen Weg. Weil das geht genau ins Gleiche hin. Für mich, wenn ich an mich, ich habe dort fest an dich gedacht, wo du dann das postet hast aus dem Spital, wo du glaube ich bist, und gesagt hast, ich kann nicht auftreten. Yeah. Da habe ich gewusst, vor 5 Jahren vielleicht sogar schon, das hätte mich richtig gewurmt. Mhm. Also richtig, ich hätte gedacht, fuck, jetzt habe ich das ganze Jahr geschafft für den Abend, auch wenn jetzt Corona ist, es wäre vorbereitet gewesen und jetzt kacke ich ab. Das hätte ich, glaube ich, als schlimm empfunden, emotional. Ich habe es nicht als schlimm empfunden, weil mein Plan A, im Moment, wo ich im Spital war, und wir fragen so die ganze Zeit, weißt du, so ein Mensch nach dem anderen, so, ja, aber wann könnte ich denn genau raus und wie fit wäre ich denn? Mm-hmm. Und die sind alle so gesehen, was ist denn sein scheiß Problem? Weil der eine hat so richtig stolz gesagt, ja, also sie sind jetzt sicher mal 5 Tage krankgeschrieben. Ja. Weißt du, was so im Normalfall so wie ist, so, hey, freu dich, oder? Ja. Dass irgendjemand sagt, voll geil, ich bin jetzt auf der Woche und mal raus. Und ich so, nein, aber jetzt, also könnte ich morgen schon raus und so. Und dann haben die wirklich gedacht, was ist denn sein scheiß Problem? Und dann hat er halt irgendwann müssen erklären und so. Und im Moment, wo klar war, dass ich nicht auftreten kann, oder sogar schon vorher, weil es sich so abzeichnet hat, habe ich einen Plan A gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich will die Vorstellungen auf den und den schieben, da. Habe im Kalender vom Theater schon geschaut, okay, es sollte frei sein, eben auch hier Corona, in Anführungs- und Schlussstrichen, sei Dank. Und der Plan ist dann zu 100% aufgegangen. Ja. Und dann ist absolute Beruhigung rumgesehen. Sonst wäre sicher
die Phase gekommen. Aber dann bist du auf halbem Weg, wenn ich dir attestiere, du bist noch nicht Zen. Zen wäre schlimm, wenn es passiert und dann einfach weisst, es ist völlig gut, wie es ist. Und ich muss auch jetzt nicht gerade einen neuen Plan haben, sondern es kommt gut. So, du hast ja gerade müssen schauen, und das ist ja völlig normal, das würde ich nicht anders gemacht. Aber es wird ja so, das Ziel ist ja so, irgendwann die alten Männer auf dem Berg, die meditieren, wenn die irgendwann clear sind. Oder? Und ich frage mich, auf eine Art, ist das Ziel, oder? Wenn du mit dir selber so im Reinen bist und einfach ein Momentum kannst annehmen und sagen, es ist, wie es ist, der Wind weht und weiss nicht was, und ich nehme es jetzt alles an. Oder verpasst man dann das Leben? Also ist ja auf der einen Seite hat man FOMO, oder? Auf der anderen Seite der Zen-Meister auf dem Berg. Und ich glaube, im Alter, was du machst, weil du gesagt hast, wir entwickeln uns, im Alter gehen wir einfach immer mehr Richtung Zen-Meister auf dem Berg. Ja. Ich habe das Gefühl, das hast du aber schon früh angefangen. Wie lange trinkst du jetzt keinen Alkohol mehr? 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Und ich weiss noch, wo du frisch keinen Alkohol mehr getrunken hast. Schwierig gewesen. Schwierig gewesen, aber die Sachen, die du gesagt hast, haben für mich völlig Sinn gemacht. Wo du gesagt hast, ein Gespräch, wo man unter Alkoholeinfluss führt, also ich tue jetzt paraphrasieren, du hast nicht genau so gesagt, aber das, was ich noch weiss, ist zum Teil gar kein richtiges Gespräch, weil man weiss nachher die Hälfte nicht mehr und man hat sich irgendwie im Bierwahn hat man sich in irgendetwas reingelabert und es bleibt wie nichts davon hängen am Schluss. Würde ich zwar heute gar nicht mehr so sagen. Ich habe sehr viele gute Alkoholgespräche gehabt. Und das ist eben das, was ich dann gedacht habe. Ich weiss zum Teil zwar nicht mehr, was für ein Gespräch aber ich weiss, es war geil und wie es mich fühlen lassen hat und wie wertvoll das war in dem Moment. Es klingt so, als wäre ich in dieser Zeit noch in dieser Phase gsi, wo ich mir das so eingeredet habe. Musst du ja auch, sonst kommst du ja nicht weg, oder? Genau, wo ich mir so gesagt habe, weisst du, die Spöre sind ja gar nicht so haltvoll und so, das klingt so nach, als hätte ich mich dort noch rausreden. Und auch, es wird wahrscheinlich auch die Phase noch gsi sein, wo ich immer gesagt habe, alle bieten mir immer Alkohol an und als wäre es komisch, wenn man nicht mehr trinken. Yeah. Das geht im Fall komplett weg, wenn du easy bist mit nicht mehr Alkohol trinken. Und der eine sagt, willst du ein Bier? Sagst du nein. Und es fühlt sich völlig okay. Wieso gönnt mir die alle Alkohol? Es ist dein eigener Stress. Genau, du würdest ja eigentlich wählen. Ja, aber das ist Jahre gegangen, bis ich das nicht mehr gespürt, bis ich das wirklich nicht mehr gespürt habe und keine Lust mehr hatte auf Alkohol. Ich habe das Gefühl, die Reaktion von den Menschen, die eben keinen Alkohol trinken, ist dann auch eine andere. Also weißt du, weil es gibt dann wirklich Menschen, die mit einer Selbstverständlichkeit eben dir sagen, wie du es jetzt wahrscheinlich auch machst, nein, danke, ich trinke auch gut. Weißt, und dann ist es auch für niemanden drumherum ein Thema. Ja, genau, aber man spürt es. Ja, und andere ist dann so, hey, nein, lass mich in Ruhe, ich will nicht saufen. Weißt du, irgendwie so, dann weißt du schon, in welche Richtung es geht. Oder? Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nüchtern war die vergangenen 8 Jahre, weil ich habe ja dann starke Medikamente bekommen und ich bin dann ein bisschen in das Opiat-Loch reingefallen. So Propofol also, findest du recht geil. Ja, aber Propofol kannst du nicht süchtig werden, weil das bekommst du ja nicht. Ja. Yeah. Also das ist ja, da kannst du ja nicht, wo, Propofol bekommst du ja nur im Spital, wenn du Anästhesist bist. Aber du bist extra immer wach geblieben. Also hast du probiert, wach zu bleiben, damit würde ich jedem empfehlen. Wenn du nicht Darmspiegel ist. Solltest du auch gleich eine machen, Vorsorge, Krebsvorsorge? Habe ich in einer Woche zwei. Hast du eine Darmspiegel? Ja, ist eh schon geplant gewesen, wegen meinem ganzen, also Magen und Darm, wegen meinen Problemen, die ich hatte. Ja. Ich habe mich sehr verbunden gefühlt zu dir übrigens. Ja, da müssen wir nachher drüber reden. Und das war eh schon geplant gewesen. Und dann ist der Blinddarm definitiv nicht mehr funktionstüchtig gewesen. Und dann haben die auch gesagt, machen sie die natürlich trotzdem, damit man nicht Flö und Lüse hat und nur das eine jetzt bekämpft hat, sozusagen. Darum habe ich es bald und dann gibt es auch Propofol. Wach bleiben, es lohnt sich. Wirklich, ich bin in meinem Leben noch nie so glücklich gewesen. Ich habe früher Volleyball gespielt, Spiel gewonnen, weißt du, man lange dafür trainiert hat und gekämpft und dann gewinnt man, das ist ein riesen Glücksgefühl. Oder der erste Kuss mit der neuen grossen Liebe und so, das Glücksgefühl und alles, aber Propofol Rausch schlägt alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals einen Nobelpreis oder irgendetwas bekomme, wo geiler ist als das. Ich freue mich eigentlich immer. Yeah. Und der Trick ist, das riesen Gefühl kommt erst nach etwa so Minuten. Normalerweise sagen sie, machen sie die Augen zu, schlafen sie ein. Und dann spürst du genau nichts. Okay. Und du musst wirklich aktiv musst du kämpfen und sagen, ich bleibe wach. Und alle sagen, so, beruhige sich. Und du musst wirklich dort reingehen und wissen, ich bleibe mit aller Kraft wach. Ich sterbe, wenn ich einschlafe. Und mit dem Kick drin kommt plötzlich so ein
unglaubliches Glücksgefühl. Ich glaube, das ist das, was die Menschen beschreiben, bevor sie übertreten, wenn sie Gott sehen. Ja. Yeah. Oh, das weiße Licht. Ja, das ist das. Yeah. Ist und das ist so schön. Oh, Freude. Ja, eine halbe Woche. Okay. Ja, aber es ist halt auch kurz. Es ist vergänglich, wie alles. Im Gegensatz zum Leben, das ist schon lang. Also, und Opiat, dann hast du irgendwelche Medis reingeballert? Ja, es war ja so, ich hatte eben die Darmprobleme, das ist sehr stark. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich war sehr eingeschränkt. Und dann habe ich sollte jetzt auch nicht machen, sagen, was, aber ich habe etwas können. Online kannst du relativ viel bestellen, wenn du weißt, wo. Kannst und du kannst es auch schicken lassen. Und alles bestellen? Genau, und es wird ja nicht immer abgefangen vom Zoll. Und das hat gut funktioniert. Ich habe dort ein Pulver bestellt, wo auf die Opiatrezepturen geht, wo sehr bei mir gewirkt hat. Es gibt unterschiedlich, wie die Leute reagieren auf Opiat. Es gibt solche, die finden es nicht so. Also du musst jetzt nicht sagen, was das Pulver ist, aber ja, einfach, was sind überhaupt Opiat? Weil ich höre es immer. Und Heroin. Heroin. Okay. Also es imitiert ein, man kann sagen, das Gefühl von Heroin. Oder Oxynorm. Krass. Ist vielleicht auch etwas, einfach ein vielleicht sagt der Oxynorm etwas. Nein. Also die Opioid-Crisis in Amerika. Eben, das höre ich immer. Ich höre genau, immer Opioid-Crisis. Genau, ja, das kann dir erklären. Also sobald du mal einen schweren Unfall hast oder so, bekommst du dann so ein Medikament, wie ich auch bekommen habe. Das kann ich sagen, das heißt Oxynorm. Ja. Oder wenn du starke Bauchkrämpfe hast oder weiss nicht was, wenn es dir ganz schlecht geht körperlich. Mhm. Nachher trinkst du das, also wenn ich das zum ersten Mal bekommen habe, dann hast du das Gefühl, also ich, oder sogar emotional, als hätte ich alles erreicht, was ich in meinem Leben erreichen will. Als würde mich meine Mutter umarmen, mir über den Kopf streicheln und sagen, hey, ich liebe dich, es ist alles gut. Und ich hatte das Gefühl, es ist alles gut. Mhm. Und ich habe mich richtig gut gefühlt. Also musst du dir vorstellen... Aber fühlst du dich dann verballert, oder? Nein, gut, für dich stimmt es. Es ist einfach alles schön weich, wie in Watte, wie schön. Also musst du dir vorstellen, du wachst auf im Spital, du hast 3 Bettnachbarn, die alt sind und schnarchen und es ist dir unangenehm. Yeah. Und du bist trotzdem zufrieden in deinem Bett und kannst dort schlafen und findest es voll easy. Yeah. Das erklärt vielleicht auch Heroin-Junkies am Bahnhof, wenn du die siehst, hast du das Gefühl, dem geht es sicher beschissen. Mhm. Aber dem geht es besser als dir. In seiner Wahrnehmung. Der hat das Gefühl, ja, ich bin so eins mit der Welt, mir geht es so gut, sonst würde er das gar nicht machen. Und das versteht man erst, wenn man selber mit dem zu tun hat. Also, und dann eben hast du das Gefühl und du willst das Gefühl wieder haben und dann fährst du gerade das Zeug bestellen. Und das Schlimme ist, man hat mir das auch nicht, man das auch nicht angemerkt. Also ich habe das sehr lang und viel konsumiert. Und man hat es nur gemerkt, wenn ich das Pulver nicht hatte, weil dann bin ich nervös gewesen und habe mich nicht gut gefühlt und schlecht. Aber wenn ich das Pulver hatte, bin ich wirklich voll der entspannte, easy Typ gewesen. Und ich muss auch sagen, das Pulver hat mir auch geholfen in dieser schlimmen Krankheitsphase. Weil ohne das, ich weiß nicht. Ja. Es hat mir auch, also man kann es nicht nur verteufeln, aber es ist auch sehr gefährlich. Aber ich hatte den lang mit dem Entzug, muss es langsam abbauen. Ja, wie bist du denn davor gekommen? Also man muss einfach Milligramm und Milligramm reduzieren. Okay. Und dann darfst du halt auch nicht das Ding verlieren. Das Problem ist, wenn du das immer reduzierst und du hast das Pulver in der Hand und du es reduzieren, dann denkst du immer, komm, jetzt gebe ich heute ein bisschen mehr. Yeah. Kann man heute wieder, dann gehst du wieder zurück und dann fährst du wieder an. Das ist ein ewiger Lauf. Und auch jetzt habe ich es komplett weg, aber ich denke immer wieder dran. Also die Rauscherinnerung ist sehr stark. Also wenn ich jetzt das hier hätte, würde ich es nehmen. Stärker als irgendwie Alkohol. Ja, ja. Oder sonstige Drogen. Ja. Viel. Also ich habe dann das auch zeremoniell, ich habe dann all mein Zeug, all meine Oxyno, ich habe das Zeug. Irgendwann hast du ja deine Quelle und hast das Zeug. Und es ist auch nicht so, also es klingt jetzt schlimm, aber oder wie auch immer, es ist nicht so schwierig, an die Medikamente heranzukommen. Oder an das Zeug heranzukommen. Und nachher hast du das daheim in einem Schrank irgendwo versteckt und so und denkst immer, irgendwann finde ich den Umgang nur noch einmal in der Woche. Gar nicht. Ja. Ich habe mir dann so Boxen gekauft, sogenannte Kitchen Safe heissen die. Du tust das Zeug da rein und dann machst du einen Timecode. Dann sagst du, erst in 4 Tage kommst du dran. Und das hat dann so funktioniert, dass ich dann mehrere Kitchen Safes gekauft habe. Und den Timer so gestellt von jedem Einzelnen, dass die eigentlich nacheinander immer aufgegangen sind. Und ich habe mir eigentlich immer gesagt, ja, ich habe ja das Zeug im Kitchen Safe. Also ich komme gar nicht dran, aber ich habe einfach die Safes so eingestellt, dass immer, wenn ich in den Zug komme, ein anderer aufgegangen ist.
Und erst, als ich dann das alles dann gepackt habe in einen Sack und das entsorgt, also weggeschmissen habe und wirklich nichts mehr gehabt. Mhm. Also ich habe vorher schon angefangen mit reduzieren. Ich habe nicht von 0 auf 100, ich habe angefangen reduzieren. Aber ich habe gewusst, ich muss so schnell wie möglich dann irgendwann gumpen, oder? Und sagen, so, jetzt mache ich den Zug, dass ich nicht noch etwas im Haus habe. Mhm. Und jetzt, ja, jetzt seit etwa 5 Monate, 4 Monate, gar nicht mehr. Ah, erst? Ja, ja, also okay. Erst. Dann eigentlich da nach dem Lockdown, also dort ist es natürlich auch eben nochmal gefährlich gewesen, wenn du dann so im Lockdown bist und das Gefühl hast, ah, jetzt kannst du jetzt. Ja, und dann habe ich gewiss, ich mal alles wegschmeißen. Ja. Und das Problem ist, jetzt kommen halt wieder andere Beschwerden, wie zum Beispiel Listenbruchschmerz oder durch die Operation so Schmerzen, die du hast, wenn du immer Schmerzmittel hast, dann spürst du die nicht mehr. Ja. Und jetzt hast du die. Und ja, dann fragst du dich so, Gott, jetzt habe ich den dummen Schmerz. Ist es nicht geiler gewesen auf dem Medikament? Und ist es denn so schlimm? Und so, und dann fährst du dir auch wieder die Ausrede zusammen. Ja, ja, ja. Das ist ewiger Rattenschwanz. Aber in dem Fall hast du jetzt nicht das Gefühl, dass seit du das nicht mehr nimmst, du wieder aktiver bist. Also du tust ja zum Beispiel, du machst ja eh mega viel. Logischerweise, du hast vorher, hast du unglaublich viel gemacht. Mhm. Und dann ist deine Krankheit, also die ist ja schon länger, aber ausgebrochen, ja, sozusagen. Colitis ulcerosa. Und dann hast du zwungenermaßen hast reduziert arbeiten, hast grundsätzlich in deinem Leben, glaube ich, auch etwas, ja, Kontakt reduziert und zuerst mal mit dir, ja, selber das wollen handeln und herausfinden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass du immer wie mehr wieder Sachen anfangen zu machen. Und wie ich dir auch geschrieben habe, warum ich dich quasi in den Podcast einladen wollte, ist einerseits, damit ich dich wieder mal sehe. Mhm. Und andererseits, weil ich wirklich das Gefühl habe, der ist wieder mega aktiv, online, er macht wieder viel, er tut irgendwie streamen und er hat x Outlets über YouTube, über Twitch, den Podcast. Das kommt jetzt wieder, ja. Es ist schon so, dass er. Ist das eben auch, weil du nicht mehr. Also findest, die Opiate killen die Kreativität, weil du hast keinen Grund mehr, weil du hast ja Instant Gratification. Eben, du findest ja, es ist ja alles okay. Ist alles gut, du hast keinen Grund, einen Insta-Post zu machen oder ein YouTube-Video oder einen Livestream. Und das Gefühl, live zu sein, das kennst du jetzt vielleicht auch, wenn Kamera saß und du das Mikrofon redest und so im Flow bist, wie jetzt, ich bin jetzt wieder in dem Flow, es fühlt sich relativ ähnlich an. Ja. Wenn du auf der Bühne bist, als Schul von Mutzenbecher. Das ist mein Opiat, ja. Der Moment, wenn du im Flow bist und deinen Joke lachst und die Leute lachen und du spürst die Leute, das braucht ja, du musst das Programm überlegen, du musst auf die Bühne, bis du das bekommst, die Droge, ist ja ein hoher Aufwand. Stell dir vor, du bekommst die Droge einfach durch das Pulver, das du nimmst. Dann würdest du dich schon fragen, ja, muss ich denn noch auf die Bühne? Das Schlimme ist, du würdest dich das wirklich, du kannst dir das noch nicht vorstellen, weil du es noch nicht kennst. Gerade weil ich sage, wenn ich es dann nehme, kommt das vielleicht, ja, aber mein Grund, wahrscheinlich protestantische Gedanke, wahrscheinlich auch Erziehung etc., ist, das darf ich ja nicht einfach so kriegen. Was meinst du? Das Gefühl. Sondern eben, ich muss, das bekommst du ja nicht alle so. Also ich muss ja etwas dafür gemacht haben. Genau, aber das Problem ist, Opiatkrise und auch das, was ich erlebt habe, du bist krank, du hast kann Blinddarm sein, oder du hast einen Unfall oder du hast irgendetwas, dann bekommst du das. Und sobald du das bekommst, kennst du das Gefühl und du willst es wieder haben. Ja. Und dann rutschst du dort rein und darum ist es immer schwierig, wenn wir die Leute verurteilen. Wir sehen ja die Junkies und sagen so, die scheiß Junkies. Das könntest du sein, weil das... Du rutschst dort rein und es gibt das Gefühl, und vor allem du, weil ich interpretiere mich jetzt in dich, du bist gefördert, weil du das ja auch so liebst, das Gefühl. Ja, also das, du würdest ja das nicht machen, was du alles machst, du würdest ja nicht die Kameras aufstellen und die Mikrofone und die Leute einladen, oder? Ja, ich bin ja gefördert, weil ich früher noch gerne Drogen gefressen habe. Ja. Also sicher schon offensichtlich gefördert. Ja. Und trotzdem denke ich, eben, wahrscheinlich, weil du es jetzt vergleichst mit dem Gefühl auf der Bühne, weil ich kann ja nie, das ist ja noch spannend, ich kann ja nie aus meinem Körper aussteigen, wenn ich auf der Bühne bin. Sprich, ich kann es ja eigentlich nicht einmal geniessen. Weil wenn ich es wirklich würde geniessen in dem Moment, dann würde ich ja nicht mehr funktionieren. Hast du nie das Rauschmomentum, also ich kenne es mit der Band, mit Krank, oder? Ja. Wir haben viele Konzerte gespielt und dann als Sänger schreist du dich rum und du spürst die Leute, die schreien den Text zurück und du hast so einen, und plötzlich kommt die Energie, wo du das Gefühl hast, boah, das ist es jetzt. Ist das nie auf der Band? Doch, ich spüre das, aber
Das ist so geil. Irgendwie, du wirst natürlich genau wissen, wer. Irgendeine grosse Metal-Band hat vor vielleicht einem Jahr haben sie das letzte Konzert gehabt in L.A. Metal? Ja. Ja, so weißt du, so richtig schön, 70er, 80er. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer. Und da habe ich eine Aufnahme gesehen vom Sänger, wie er irgendwie, ich weiß nicht, was ich gesehen, im L.A. Forum oder irgend so Staples Center oder irgend sowas. Auf ein paar tausend Leute. Und sie sind fertig, es ist ihr letztes Konzert gesehen und der Sänger, der steht wirklich einfach noch etwa 5 Minuten dort. Und er zieht sich rein. Und die Leute rasten komplett aus. Und ich schaue so den Sänger an und denke so, ah fuck, der macht glaube ich das jetzt, was ich eben noch nie habe können, weil es geht gar nicht. Du bist ja in einer Comedy-Show, du gehst von einem Joke zum nächsten. Ganz basisch, oder? Ja. Und sogar bei einem Schlussapplaus, ich habe vor 3 Jahren habe ich mal einen Post über das geschrieben, warum ich zum Teil Schlussapplaus gefilmt habe, damit ich das überhaupt mal wirklich erleben kann. Ah, krass. Quatsch Comedy Club, irgendwie 7. oben oder was weiß ich, habe gesagt, ich muss das jetzt mal filmen. Weil du bist mit so vielen Sachen in deinem Kopf beschäftigt, ich zumindest, weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Ich konzentriere mich, okay, warte jetzt, wie laufe ich? So, ich muss jetzt zuerst Winki, okay, anscheinend Winki. Jetzt verbeuge ich mich schnell. Also es sind so viele verschiedene Sachen, die gleichzeitig in deinem Kopf abgehen. Und du trainierst den Kopf eigentlich auch auf das. Also mit der Zeit wirst du auf der Bühne noch viel feinfühliger. Da lachen sie so fest. Da ist das Gefühl, sie gehen mehr in die Richtung. Ich verstand das völlig. So 2 Beispiele. Das Schönste ist ja, wenn du siehst, ein Fußballspieler, der in der 89. Minute das entscheidende Goal schießt. Yeah. Boah! Da ist er, oder? Yeah. Für das, und das ist der Moment. Und der fühlt ja, dass der kann das. Yeah. Der kann loslassen. Yeah. Völlig. Und das, eben, das kannst du nicht, oder? Und auch die ersten Konzerte, also wir haben ganz etwa 100 Konzerte gespielt, die ersten Konzerte, du musst an den Text denken, du musst an das denken, aber irgendwann, vor allem mit der Musik, ist es einfacher, glaube ich, als im Comedy, wo nur Talk ist. Also unterstelle ich, aber vielleicht auch im Poetry Slam muss irgendwann auch möglich sein. Irgendwann, wenn du einen Song 5 Jahre lang immer wieder gespielt hast und so viel Energie und du weißt genau, wer spielt was, wird das wie Muscle Memory. Yeah. Und plötzlich, das ist ein Prozess, kannst du dich drin so baden. Du musst gar nicht mehr denken, du hörst Melodie und von allein kommen die Worte raus. Und ich glaube, wenn du jetzt 100, wenn Corona so wie zulässt, Stück würd spielen, dass du die Evolution durch machen. Die ersten 10 Dinge kannst du nicht. Und plötzlich machst du mal eine Show, wo du richtig drin flüssig und es einfach so flüsst. Ich glaube, das ist möglich, wo du aus dem Kopf rauskommst. Ich glaube, das wäre ein Hochgefühl, das du vielleicht mal erreichst. Ich hatte das schon gehabt. Und zwar, weißt, das habe ich natürlich schon bei Improvisationen. Ich kann es aber wirklich beim Material kann ich's wie nicht haben, weil im Gegensatz zu einem Song, ist der Joke ja nie fertig. Also der Joke ist erst fertig, wenn du nicht mehr spielst. Aber es gibt nie einen Moment, wo du sagst, ah ja, jetzt stimmt das so. Sondern du bist immer noch ein bisschen am weiter überlegen und eben haust noch mal etwas hinten dran. Und darum wird zum Teil aus einem 30-Sekunden-Witz wird dann auf einmal ein 6-Minuten-Bit. Und so weiter und so fort. Das ist konstant sich bewegende Masse. Der Höhepunkt im Song ist auch nie am Schluss, sondern im Song drin. Oder? Aber du müsstest wie, weil du immer weiterentwickelst. Oder? Ich glaube, es ist ein anderes. Als Comedian stelle ich mir vor, du spielst mit dem Publikum, du bist aktiv, musst immer den Ball weiterspielen, oder? Genau. Eben, ist die Masse, singst, die Masse bewegt sich immer. Genau, so. Wenn du singst, dann also bewegt sich die Masse auch, aber du hast einfach dein... ist, glaube ich, einfach, weil du nicht musst probieren, oh, ich muss es jetzt noch besser machen. Vielleicht ist es einfacher, dich zu goalen. Und auch wenn du ein Goal schiessest als Fußballer, dann kannst du die ganze Last... Dort hast du auch vielleicht musst du das einbauen. Dort hast du auch ein Instant Release. Doch, aber das Problem ist, die Kopf weiss ja dann, dass du das eingebaut hast. Also, weißt, aber dann freust du dich darauf, wenn du sagst, und jetzt habe ich mir den Opiat-Kick, indem ich sage, ich schalte mich jetzt ab und mache jetzt den Bit, der von allein läuft und genieße den einfach. Wieder drin. Es ist irgendwie, ich weiss nicht, es fühlt sich nicht richtig an. Dann. Das ist komisch. Ich meine, zum Beispiel ein Tanzmoment. Du könntest ja einen Song, wo du einfach wo spielst und so, und du tanzest dort drin. Und du verschmelzest mit der Musik und überlegst nicht, wie sehen mich die anderen, wenn ich tanze, sondern du tanzest dir einfach. Ja, yeah, ja. Yeah. So also, das mache ich ja sehr oft. Wenn ich dann eine Aufnahme von mir schaue, denke ich so, oh, das sieht ja komplett anders aus, als ich mir vorgestellt habe. Ja. Und anscheinend muss es auch so sein. Nein, das fühlt sich dann ein bisschen wie beschissen an. Was ich aber schaffe,
Und das ist wahrscheinlich das Nächste an dem, wie bei einem Konzert den Moment fühlen, ist, ich kann mittlerweile gewisse Momente wie abspeichern und sie dann ein paar Tage später effektiv geniessen. Ah, oh, krass. Ja. Also weißt du, in dem Moment, hey, ich bin im Arbeitsmodus und vor allem, ich habe kürzlich, wirklich mega, mega herziger Typ, der ist irgendwie, was ist er jetzt, 15 oder so. Und der macht jetzt als Abschlussarbeit in der Schule, will er einen Auftritt machen. Ja. Und so. Und dann habe ich den getroffen. Und danach hat es mir eingefallen, wo er mir irgendetwas fragt, wegen irgendeinem Set und so. Und ich gesagt, ich habe mal gesagt, das perfekte Set, ich schreibe immer eine Setliste, das perfekte Set tätowiere ich mir. Ja, würde ich nicht machen. Ich habe noch kein Tattoo vom perfekten Set. Ah, eben, weil es kein perfektes Set gibt. Wahrscheinlich wird es nie geben. Weißt? Und ja, weil das Leben ist ja lang, wie ich am Anfang gesagt habe. Darum wird sich immer wieder ändern. Und dann hast du einen oben, wo die Leute sagen, boah, das ist ja boah, und so, oder? Und ich denke nur an die drei Fehler, die ich gemacht habe. Klar, ja. Und klar kannst du dann in dem Moment nicht so genießen. Aber zum Beispiel, wo 079, wo ich das mal in einem grossen Raum gespielt habe, es ist wirklich gerade so der Zeitpunkt gesehen, wo alles zusammengekommen ist. Dort habe ich dann irgendwie zwei Wochen später bin ich auf dem Melo gesehen und habe mich an das Zug erinnert. Das ist der Drogenflashback. Und habe dann fucking Gänsehaut gekriegt. Ich habe das manchmal, wenn ich im Auto sitze und am letzten Darmspiegel denke. Und dann kommt das Propofol-Gefühl. Und es ist wirklich mit sehr nah. Und um nochmal zur Hauptaussage zu kommen. Jetzt, was ich wieder mache, eben mit Livestreaming, mit, yeah. Wie ein Nerd, baue ich da und mache nur für das Gefühl. Ja. Yeah. Und die Frage ist, wir haben früher immer gesagt, als wir noch jugendlich waren, du machst ja alles nur zum Frauen bekommen. Ich weiß nicht, ob du da in diesem Alter warst, mit 16 und so. Nein, so. Ich habe nie irgendetwas gemacht zum Frauen bekommen. Wahrscheinlich schon, oder? Yeah. Das ist ja so als Teenager, wenn so der Trieb kommt und alles, etwas vom Ersten, wie kann ich den Frauen gefallen? Mhm. Yeah. Dann macht man alles so für das Gefühl ja eigentlich. Oder? Es geht ja eigentlich gar nicht darum, ich habe dann plötzlich gemerkt, es geht eigentlich gar nicht darum, den Frauen zu gefallen oder dass man Frauen bekommt, sondern das Gefühl zu bekommen, begehrt zu sein, vielleicht in irgendeiner Form, und dass zum Beispiel auch Komplimentform von einem Mann noch intensiver können sein und so. Und dann löst das aber etwas Physisches aus. Mhm. Und um das zu bekommen, das Kompliment von jemandem, den man schätzt, muss man ja schaffen, oder? Yeah. Und das löst dann das Gefühl aus, wenn jetzt der Schule zum Beispiel zu mir sagt, hey Robin, ich habe das mega gut gefunden, was du da gemacht hast, dann denke ich, wow, cool, das würde ich spüren, oder? Boah, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und lustigerweise, und du weißt, du hast für das etwas müssen schaffen, dass der Schule dir das gesagt hat. Mhm. Aber lustig ist, wenn du ein Pulver auf der Seite hast und weißt, du kannst das einfach nehmen und der Schule hat das gesagt, ohne dass du. Es müssen 100 Kameras einstecken und ins Livestream und Absturz und. Hast du das alles nicht müssen machen? Ja. Yeah. Und das Schlimme ist ja, eben das Schlimme ist, dass es sich gleich gut anfühlt und noch besser und so einfach ist. Und das ist eben das Gemeine, dass alles, wo so Instant Gratification ist, yeah, ist nicht gut. Es ist ja schade, weil obwohl du vielleicht in deinem Kopf das Gefühl hast, das Leben ist lebenswert, bist du ja dann in einer absoluten Gleichgültigkeit. Mhm. Und es zieht an dir vorbei. Komplett. Also vor allem, wenn du sagst, das Leben ist lang, weißt du, bringt es denn das Leben so lange in der Gleichgültigkeit zu leben, dass es an dir vorbeizieht und irgendwann sagst, ah, da ist jetzt das weiße Licht. Es gibt ja die Honeymoon-Phase-Phase, wo sich das aber gar nicht für dich gleichgültig anfühlt, sondern es fühlt sich erfüllend an. Und irgendwann wird es aber zur täglichen. Und irgendwann merkst du so, oh. Routine und dann bringt es nichts mehr. Aber so. Das Schlimme ist, dass es relativ lang geht, bis das kommt. Und dann bist du zu tief drin. Also yeah, findest du es so lange gut. Aber beim Alkohol, das kann man vielleicht noch besser nachvollziehen. Die Leute, die sich angewöhnt haben, zu oben Flaschen Wein trinken, oder? Das funktioniert ein paar Monate relativ gut. Und es ist immer schön, zu oben Flaschen Wein zu trinken. Yeah, yeah. Aber irgendwann kippt es. Und dann merkt man so, shit, wenn ich kein Wein habe, ist es komisch. Und irgendwie wird es so komisch und so. Und dann geht es los. Und meistens ist es dann eben schon zu spät. Hast du, wo du mit dem Alkohol aufgehört hast, hast du aufgehört, weil du gesagt hast, es wird immer schlimmer oder ich will es einfach nicht mehr?
Also körperlich war es sicher auch gewesen, oder? Ich habe dort sind meine Symptome wieder stärker geworden, ja, mit meiner Darmentzündung. Aber auch gleichzeitig hatte ich ein völlig schräges Verhältnis zu Alkohol gehabt, weil meine Mutter eine Alkoholikerin war. Yeah. Und ich sehr viele schlimme Sachen aufgrund von Alkohol erlebt habe. Und selber auch sehr exzessiv getrunken habe teilweise und auch Sachen gemacht habe im Rausch, wo man sich eigentlich dafür schämt in einem gewissen Maß, wo man denkt, wie kann ich das gemacht haben? Weil das sind ja genau Sachen, die meine Mutter gemacht hat. Wieso mache ich das? Mhm. Und so, ich bin vielleicht bei zweien dabei gesehen. Oder so. Vielleicht bin ich bei zweien dabei gesehen. Bei zwei Rüschen, oder? Ja, also bei zwei Rüschen, wo du dann Sachen gemacht hast, wo du sie ja, aber das ist ja, genau, das gehört ja dazu. Und die Frage, es wird ja auch glorifiziert. Also gleichzeitig, wenn ich auf meine Jugend zurückschaue, ist ja nicht nur Scham, es ist auch schön, hat man gelebt. Mhm. So, weißt, so mhm. Ich denke, das gehört auch dazu. So Grenzen. Grenzen fahren und an Grenzen zu gehen und überzutreiben und sich mal kaputt machen in einer gewissen Form. Das ist ja ein Leben, oder? Mhm. Da kannst du nicht jemanden in Watte packen. Und trotzdem ist jetzt die Entwicklung eigentlich normal. Und wahrscheinlich auch das, was du erlebst. Ich glaube, wir leben einfach intensiv. Und du lebst auch sehr intensiv. Und das ist so eine normale Entwicklung, die passiert im Alter. Und zum Glück passiert die. Ja. Schlimm ist, wenn du hängen bleibst, oder? Mhm. Das gibt ja solche, die bleiben dann auf dem. Ja, und es ist irgendwie, ich denke es zum Beispiel allein schon beim Rauchen. Mhm. Weißt, wenn der Leute ab einem gewissen Alter siehst, rauchen, ist es irgendwie nicht mehr cool, in Anführungs- und Schlussstrich. Es ist ich eigentlich nie cool, nicht. Aber man findet es cool. Ich rauche, ich tue nicht mehr inhalieren, es klingt jetzt so blöd, aber also ich rauche keine Zigaretten mehr. Also? Ich rauche keine Zigaretten mehr, sondern ab und zu mal eine Zigarre. Ja. Also alle zwei Wochen so. Vielleicht alle Wochen. Nein, alle zwei. Wirklich. Ja, ja. Und, ja. Und dann, wenn es wirklich so ein bisschen um den sozialen Faktor geht, ja, wenn irgendwie ein paar gehen, irgendwie raus rauchen, dann habe ich vielleicht eine Zigarillo oder so. Weißt du, wo ich oft irgendetwas puff. Ja. So. Das ist es mittlerweile. Ja. Und lustigerweise auch in dem Moment nach dem Blinddarm habe ich gefunden, also jetzt ist es irgendwie 100. Mal und seit dem August 18 bin ich nur noch Teilzeitraucher gesehen, mhm, weißt du, so mit irgendwie Alk und irgendwie Gesellschaft und so. Und zum Teil, also wenn ich in den USA rumgereist bin, weißt du, dann wirklich wieso einen Monat, nicht? Einen Monat gar nicht. Wieso nicht? Weil es mich irgendwann auf die Nerven. Also, mhm, weißt du, irgendwie es ist so gesehen, in dem Punkt, im Rauchen, bin ich nie ein absoluter Suchtmensch gesehen. Sonst ist wirklich ein reines genau, und das Rauchen gibt dir auch nicht so ein geiles Gefühl. Es ist lustig, so wenn du es wieder seltener machst, also ja, ja, so eine Nikotinflash ist ja dann wieder geil. Im Verhältnis zum Opiatflash ist das also nichts. Das ist ja, da fragst du, das ist ja, da kann jeder aufhören, denkst du. Also das ist ja, also, yeah, yeah, also, verhältnismäßig ist es nicht. Nein, aber zum Beispiel, aber eben so, der Faktor von einer Zigarre ist klar, einerseits finde ich den Geschmack wirklich geil im Gegensatz zu einer Zigarette, ja, und andererseits ist halt auch die fast schon meditative Wirkung, dass du jetzt einfach dir Zeit nimmst, ja, anhockst und das Ding gut jetzt also halt wenn du einen genussvollen Umgang hast mit all dem, wenn du das kannst, dann ist das eigentlich gut. Also ja, ich glaube auch, der Keith Richards behauptet ja, dass er Heroin kontrolliert zu sich nehmen, glaube ich, oder? Wenn ich das nimmt das immer also, noch? Wodka auf jeden Fall, aber mhm, Heroin glaube ich auch. Nimmt das immer noch? Ich weiß nicht, ob es immer der noch behauptet, nimmt. Der behauptet, er könnte das so gut, weil er so sauberen Stoff hat. Ja, gut, das heisst ja immer von Heroin. Das, wenn der Stoff sauber ja, ist, dann kannst du es theoretisch ja, ein Leben lang nehmen. Egal wie lange. Ich habe auch sauberes Oxynorm bekommen. ja, es ist so. Ja, du musst. Ja, es ist einfach, wenn du es kannst, ist es gut. Und bei Alkohol genau gleich. Es gibt schon Leute, die können ein Glas Wein trinken. Ja. Yeah. Einmal in der Woche und sich einen leicht angesäuselten Rausch haben und es funktioniert. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, mir geht das nicht so gut. Yeah. Ja. Ja, es ist oft ins Exzessive gegangen. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja in der Jugend, wie lange es auch immer geht, ist das auch einfach fast Teil davon. Und man sieht es ja dann bei anderen und denkt, ja, aber so habe ich das nicht gemacht. Aber eigentlich hast du es gleich gemacht, es ist auf ja, einem anderen Verhältnis gesehen. Also wir sind halt irgendwie in einer Bar und haben gesagt, hey, wir nehmen dort einen Meter Tequila. Ja.
Und dann, drei Jahre später siehst du Leute irgendwie am See oder am Rhein oder wo auch immer, die sich zum Massenbesäufnis treffen. Damals hat es ja Botellon geheißen. Und jetzt gesagt, das machen wir nicht. Dann sagt, ja doch, wir haben es auch gemacht. Wir haben es auf einer Bar gemacht. Ich habe sogar beim richtigen Botellon mitgemacht. Tequila-Brett. Hast du ja mal an dem 1. Mai-Lauf gesehen? Der Bierlauf. Bierlauf, ja, wo man Haras Bier muss trinken bis zum Ziel. Nein, da habe ich nicht mitgemacht. Aber es hätte ja eigentlich noch zu mir gepasst. Also ich habe ein Einhorn verkleidet und Haras Bier reinstellen. Was ich immer wieder überlege, bei dir vor allem, mit der Entwicklung, die du durchmachst, es gibt wenig Menschen, die ihr Leben so fest dokumentiert haben, wie du. Ja. Und zwar, haben wir in diesem Podcast mal besprochen, weiß nicht, ob du es gehört hast, mit dem Turner, wo wir gesagt haben, der Robin ist ja eigentlich der Vorreiter vor allem in der Schweiz. Das habe ich im Julian erzählt. Ich habe nämlich gesehen, ich habe so einen, wie sagt man dem, so einen Inception-Moment gehabt. Und zwar habe ich euren Podcast gelost. Ja. Yeah. Und ich bin von irgendwo heimgefahren, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube vielleicht von einer Hochzeit oder so im Sommer. Und habe den Podcast auf dem Kopfhörer gehabt, es war morgen um 4 Uhr gewesen, und habe den austuned mit dem Kopf, aber ihr seid immer noch auf meinem Kopf gelaufen. Yeah. Und habe so über mich und über mein Leben nachgedacht. Und yeah. In dem Moment macht es auf meinem Kopf, ja, der Robin hat ja auch, und es hat null Sinn gemacht, dass ihr über mich redet. Und ich habe das dann so in meine Gedanken eingeflochten, an der Robin, und dann habe ich gesagt, die reden über mich. Yeah. Und das bin ich. Und dann habe ich mich so angeschaut und gedacht, das bin ja ich, was ist jetzt los? Und ich habe wie einen Realitätsverlust gehabt, yeah. Weil ich nicht mehr gewusst habe, sind das jetzt meine Gedanken oder redet ihr jetzt wirklich über mich? Und Pulver hat sicher auch noch mitgeholfen. Nein, das habe ich dann nicht gehabt. Ah, okay. Das war dort clean gewesen. Bin ich clean gewesen, aber yeah. Dort ist wirklich so. Yeah, yeah, yeah. Und dann, und Messi, das war ein riesen Kompliment gewesen. Und das hat mir richtig wie wieder einen Schub gegeben, weil du kommst ja immer so ruminieren, so am Morgen um 4, ich weiß nicht, dann kommst du heim von einem. Und plötzlich hörst du so das Kompliment so quasi, hey, er war schon einer, der Sachen hat anreissen konnte, oder so ein Vorreiter, oder so, haben das, glaube ich, so gesagt. So irgendwie. Das hat mir so das Gefühl gegeben, hey, das kannst du ja eigentlich immer noch. Absolut. Und ich habe es dir auch mal geschrieben. Ja, genau. Genau, vor dem Podcast schon mal hast du mir geschrieben, hey, du hast ja das schon gemacht, was jetzt alle machen, die genau, Podcasts. Genau, weil ich denke immer an das. Du warst jetzt Gast gewesen. Ich bin sogar einmal zu Gast gewesen, das ist auch noch online. Ja. Und das ist, dort habe ich zum Beispiel eben den Effekt gehabt von, ah krass, wie ich dort über Comedy geredet habe, weil ich dort frisch mein allererstes Programm Premiere gehabt und ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist ein Job. Und mit dem habe ich mir so wie selber bestätigen, dass ich das ja jetzt normal mache, dass das jetzt zu meinem normalen Leben gehört, weil ich mir selber innerlich ja noch nicht eingestehen konnte, dass ich Komiker bin. Weil ich gefunden habe, ich darf mich ja nicht auf das gleiche Level stellen wie andere Menschen, weißt, die das schon länger machen, wo ich bewundere, die erfolgreich sind. Aber ich mache es ja jetzt eigentlich. Und mit dem habe ich es immer so relativieren. Und ich denke bei dir mega oft, wie ist das für einen, wenn man eben so eine massive Entwicklung durchmacht und man hat wirklich sein ganzes, du nennst es so, Stupid Life damals, dokumentiert von A bis Z. Und in deinem Twitch-Kanal, also in deinem Twitch-Stream, tust du dann zum Teil auch alte Sachen rauspicken und schauen. Wie du dich denn fühlst bei solchen Sachen? Siehst du quasi die? Weißt du noch, sind das meine Gedanken von damals? Oder ist es eher so, das ist schon ein anderer Mensch? Es gibt so eine Grundenergie, die extrem Freude macht, wo du noch weißt, wenn ich mich sehe vor 15 Jahren, wenn ich voller Tatendrang war, yeah. Und so leichtsinnig und so, ja, jetzt machen wir das und ohne so. Und das gibt so eine Energie, die wunderschön ist. Oder? Und handkrumm hat man mit dieser Person eigentlich nicht mehr so viel zu tun und würde das heute nicht mehr so machen. Aber es ist so wie, wenn man ich habe ja keine Kinder, aber wenn man einen Sohn hätte vielleicht oder einen Bruder oder so, wo man so sieht und man eigentlich Gutes für den will, aber auch sieht, oh, da macht er wieder ein Zeichen und so. Also ich glaube, das ist das Gefühl, was auslöst. Ja. Weil, wie gesagt, du bist der Vorreiter gesehen, mega viele Sachen. Einerseits, das ist ja eine Art Podcast gesehen damals, ein Videopodcast, live geschnitten. Ja. Dort, wo ich zu Gast gesehen bin. Sogar mit einem YouTube-Livestream. Und dort hat YouTube... Ja. Das war ganz neu gewesen, da haben wir neu können auf YouTube-Livestream. Eben, hat YouTube an sich schon nur 4-5 Jahre gegeben. Ja. Das war ein neues Feature gewesen. Und das ist das neue Feature gesehen, mit Kommentaren so. Und andererseits, aber noch viel, viel früher, hast du
Videologs gemacht. Aber es hat ja niemand geschaut, das war ja lustig, es hat ja gar nicht so viele Leute einen YouTube-Account gehabt. Yeah. Und ich glaube pro Video etwa 40 Views gehabt. Mhm. Lang. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch nicht viel besser, jetzt sind etwa 500. Also wenn ich auf Schweizerdeutsch mache. Auf gut, von 40 auf 500 ist ja gleich schon genau, ja. Massiv. Aber eben, ich habe dann gemerkt, es spielt da gar keine Rolle, ob es 5'000 oder 10'000 oder so. Du darfst gar nicht auf die Zahl schauen, du musst es einfach machen. Mhm. Immer, und das ist zum Teil aber noch ein bisschen schwierig, oder? Mhm. Was mich aber jetzt noch interessiert, wenn ich dir schon gegenüber sitze, ich habe eine Behauptung, und zwar Comedians, wenn ich die einmal so sehe, ich finde die lustig, wie die können so Witz machen, aber die haben, glaube ich, auch ganz viel Tragik in sich drin, dass die überhaupt so gute Witze können machen zum Teil. Hm. Über Situationen. Ich habe immer das Gefühl, wenn einer wirklich so richtig lustig ist, muss er, glaube ich, auch richtig traurig können sein, damit das Spektrum so ausschlagen kann. Hm. Ich kann... Oder ist das ein Fehlmeinung? Ich kann nicht für alle schwätzen. Also, weil das ist ja wie Musiker, die gute Balladen schreiben, mir den Herzschmerz selber gehabt haben und so. Ich kann nicht für alle schwätzen. Ich weiß, dass seit ich Stand-up mache, es mir viel besser geht. Ja. Weil ich tatsächlich Sachen verarbeite. Das ist eine Form von Therapie. Und das, genau. Und das habe ich früher definitiv nicht gemacht. Ja. Und es ist eine völlig andere Art von Tagebuch führen. Weil immer irgendwelche wirren Gedanken, du schreibst sie mal nehmen auf. Und es ist etwas passiert und das schreibe ich mir jetzt auch auf und so. Und irgendwann schaust du es wieder an und eben überlegst dann durch das auch, wie habe ich mich dort gefühlt und so weiter und so fort. Also allein das, bevor oder falls es überhaupt auf die Bühne kommt. Und wenn es dann tatsächlich weitergesponnen wird, dann hast du tatsächlich so einen Moment, wo du merkst, ah, mit dem verarbeite ich jetzt effektiv das und das. Ja, noch abschließend, ja. Bei meinem dritten Programm, Halbidiot, dort bin ich privat in einer schwierigen Phase gesehen. Mhm. So, ein Krankheitsfall in der Familie und also das erzähle ich dort auch am Schluss auf der Bühne. Und eigentlich in einer recht ernsten Phase für mich. So. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr gutes Programm gewesen, sehr erfolgreich auch in Zahlen sozusagen. Mhm. Und Feedbacks von den Menschen sind alle super positiv gewesen, weil die haben das nicht rausgespürt. Mhm. Sondern die haben einfach gefunden, das ist lustig und was für ein Storytelling. Aber ein Kollege von mir ist schon Premiere gekommen und hat gesagt, mir hat es mega weh gemacht. Ja. Er hat gesagt, mir hat es weh gemacht, weil ich weiss, der Joke kommt von dort, ich weiss, das kommt von dort. Mhm. Und ihn hat es mega getroffen. Weißt? Und ich so, hey, ich weiss, was du meinst, es tut mir mega leid. Aber es ist nicht ein Programm für dich eigentlich, sondern eben, es ist ein Programm für jemanden in Vaduz. Mhm. Da hocken 50 Leute, die haben keine Ahnung von dem. Die wollen einfach unterhalten werden. Jetzt will ich dich etwas fragen, ich habe eine Idee. Und die erzähle ich nur dir, und aber es ist Zufall, dass gerade all die Kameras laufen und das Mikrofon. Nein. Was ich mir schon lange überlege, was ja in der Entwicklung ist, aber ich habe eigentlich schon lange mit dir darüber reden. Lustig, dass man das. Achtung, ich weiß, was kommt. Ja? Was? Comedy-Therapie. Nein, okay. Doch, in einer gewissen Form. Und ja. Zwar ist es so, ich bin ja mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen. Mhm. Und ich habe ganz viele traumatische Erlebnisse erlebt, wo ich mittlerweile darüber reden kann, also wo ich erzählen kann. Und du willst nachher auch eins erzählen, die sind sehr tragisch und schlimm, wo man als Teenager sehr überfordert ist und ausgeliefert und das Trauma mit sich nimmt. Und wenn ich jetzt in der Therapiesitzung mit meinem Psychologen habe ich dann die Szenen besprochen und immer wieder anders angeschaut, mich an einen anderen Ort gesetzt im Raum, mich in die verschiedenen Figuren bewegt und so. Und ich habe eigentlich all die Szenen, sind etwa 50 Szenen noch mehr, kann ich erzählen, und die sind schlimm. Also sie sind eigentlich schlimm. Und ich habe mir mal überlegt, wie wäre es, wenn man das als Stand-up machen würde. Mhm. Also quasi der Stand-up einfach ohne Lachen, oder? Es ist nicht zum Lachen, ich kann nachher schnell von mir aus eine Szene erzählen. Mhm. Und dann frage ich mich so, erstens, wenn du ja gehst raus, ein Konzert schauen oder so, oder irgendein Comedian, willst du ja etwas Schönes erleben. Mhm. Und willst du nicht das Gefühl geben, das dein Kollege hat bei deiner Show, das weh macht. Mhm. Und ich glaube, wenn ich auf eine Bühne gehe, ich kann nachher mal eine Szene erzählen, dann macht es einfach weh.
Und man denkt, und man verbindet sich automatisch, wenn man ein empathischer Mensch ist, verbindet man einen Schmerz von anderen immer mit dem eigenen Schmerz. Ja. Wenn man empathisch ist, macht man das. Und dann tut es einem nicht gut. Und dann fragt man sich, will ich auf der Bühne, will ich ein Programm spielen, wo die Leute nachher, wo es ihnen nachher richtig schlecht geht. Wo ich aber aus einer Stärke raus spiele, weil ich das ewig lang verarbeitet habe, immer wieder darüber geredet habe, neu angeschaut. Ich kann das jetzt mittlerweile erzählen, dass es mir nicht mehr weh macht. Yeah. Aber meinem Gegenüber, der verknüpft das mit anderen eigenen Sachen. Schwieriger Konflikt mit Mutter, Vater, Mutter, was auch immer. Und ich triggere bei dem. Also das würde eine Triggershow werden, wenn du mal irgendetwas hast, das dich belastet, das du nicht willst führen holen. Wenn du in dieser Show dabei wärst, es ging dir danach richtig, würdest du sagen, der Idiot. Wieso hat er das gemacht? Und wieso bin ich da gewesen? Und wieso können wir jetzt die alten Sachen wieder führen? Und die Frage ist eben, ob Comedy macht ja genau das Gegenteil. Nicht nur. Also die holen zwar, wie du das machst, die aus der Energie, aber spielen nachher etwas Lustiges, weil es gesellschaftlich verträglich ist. Nicht nur. Ich glaube, es kann in alle Richtungen gehen. Also, und zwar, die Frage ist eigentlich die Motivation dahinter. Warum willst du das denn machen? Oder? Und bei diesem Programm dort ist für mich klar gewesen, ich will es machen, um eben auch ein bisschen das zu verarbeiten. Weil das hat mir in dem Moment schon geholfen, dass wenn ich, das ist das, was ich erzählt habe am Schluss im Programm, wenn ich heulend auf der Autobahn fahre, dass ich dort schon weiss, das ist das, was ich am Schluss erzähle. Also, und die Verarbeitung von dem eigentlich dort schon anfängt. Und wegen dem, du dann, es ist ganz, ganz absurd, was dann in deinem Kopf passiert. Ich habe dann umso mehr geheult, weil ich gewusst habe, ich darf das jetzt, ich kann das jetzt, es ist okay. Mhm. Und ich habe dort wie alles rauslassen können. Mhm. Wahrscheinlich eben auch, weil mein Unterbewusstsein schon gesagt hat, du hast im Fall mit dem auch den Schluss von deinem Programm, tust du dann die Emotion auch nicht irgendwie, auch nicht mal zu 2% unterdrücken, sondern du lässt sie zu 100% gehen, oder? Und allein das hilft schon. Also mache ich das dann, um eben das zu verarbeiten. Andererseits bin ich bin jetzt nicht so der Typ dafür, aber es gibt Comedians, wo zum Beispiel das Triggergefühl auslösen zum das dann wirklich ein Stück weit zu therapieren, weil sie das dann jemand anders anziehen. Schon fast wie ein Motivational Speaker oder was weiß ich, dass die Menschen dann sagen, stimmt eigentlich. Das heisst, die Frage ist die Motivation dahinter. Ich glaube, Comedy sollte nie nur kritisieren und irgendwie eben Leute schlecht fühlen lassen. Was du aber natürlich kannst machen, ist Sachen aufdecken, Missstände. Weißt du nicht, ob du den nicht gesehen hast von der Hannah Gatsby? Sie macht zuerst klassisch Stand-up und nachher erzählt sie, woher die Jokes kommen. Mm-hmm. Und zwar erzählt sie es wirklich. Mm-hmm. Und es ist unangenehm. Dark, ja. Und du gehst sicher nicht mit einem guten Gefühl heim. Der Grund, wieso ich es machen will, ist, weil ich will zeigen, wie es ist für ein Kind, das mit einer alkoholkranken Mutter oder Vater aufwächst. Yeah. Dass man das sieht, was das bedeutet, weil man das so ein Bild und das entspricht meistens nicht der Realität. Und ich habe jahrelang das verschwiegen als Familie, das ist ein grosses Geheimnis, wir dürfen nicht darüber reden, als Geheimnis, und dort ist ja genau das Problem. Yeah. Solange das Zeug geheim ist und hinter verschlossenen Türen passiert, was auch immer hinter verschlossenen Türen passiert, brudelt es weiter. Und es getraut sich nie, das Kind zum Lehrer gehen und sagen, meine Mami trinkt und hat das und das gemacht. Weil es so verboten ist. Und darum wäre es schön, wenn man es macht. So theoretisch. Ich weiß, was du meinst. Aber ist es... Ja, man kann ja auch darüber reden mit der Musik Punk, oder? Wir haben ja mit unserer Band haben wir auch keine schöne Musik gemacht. Ja. Yeah. Und man kann ja auch Kunst machen, die nicht schön ist, nur attract, also ist nicht attraktiv für den Markt. Also für den, du kannst damit wahrscheinlich kein Geld verdienen. Nein, aber eben, das ist ja der Punkt, wenn es als Kunst angesehen ist, dann musst du ja nicht das Geld damit verdienen. Oder? Ja. Und nur schnell wegen dem Verschwiegen sozusagen, ich glaube eben darum ist natürlich Comedy im Tiefsten. Ich weiß nicht, was für Traumata ich jetzt könnte aufwälzen, wo ich sage, darum ist der Joke entstanden, darum ist das entstanden und so weiter und so fort. Muss man ja. Ich glaube auch, mir geht es jetzt seit ein paar Jahren ziemlich gut, bis sehr gut. Und ich werde trotzdem ein besserer Komiker. Also, das heißt, hat mir mein Psychologe auch mal gesagt, das ist lustig gewesen. Ich habe immer gemeint, ich ziehe in meine Kunst, also ich schreibe ja Gedicht und Songtext, das käme aus dem Schmerz, bis ich dann mal begriffen habe, dass das aber auch
Fähigkeit ist, die man so kann. Man braucht den Schmerz gar nicht, um einen genau. guten Text zu machen. Und du brauchst gar keinen Schmerz, um ein gutes Comedy-Programm zu schreiben. Genau. Du bist das so weit professionell, dass das ohne geht. Im Gegenteil, es fühlt sich dann sogar einfacher an. Ja. Es fühlt sich fast an wie das Pulver, weil du sagst, ja. so geil, ich kann ja jetzt einfach so da sitzen und ich muss ja nicht noch den ganzen Scheiß drumherum fühlen. Oder? Ich kann ja einfach als Grund zum Beispiel den Gang zum Zahnarzt nehmen, oh, du merkst schon, bist du nicht gut, und dann wird Boden gemacht. Und so, du kannst das Konstrukt nehmen und sonst gehst du draus bauen. Du musst nicht selber erlebt haben, wie dir irgendwie deine Freundin ins Herz rausgerissen hat. Genau. Und gerade in allem Künstlerischen ist mega oft das eben auch so ein bisschen... Aber ist es denn noch true? Was? Ist denn Kunst noch true, echt? Absolut. Du willst doch echt einen echten Gag sehen und nicht einen konstruierten Gag. Und unterbewusst spürt man das vielleicht gleich, ob ein Gag echt oder konstruiert. Ich habe das Gefühl, er ist sogar echter, weil sonst konstruierst du mehr. Weil du probierst ja von dem Schmerz eben wegzukommen und darum konstruierst irgendetwas, wo... Also es klingt so blöd, aber gerade in der Kunst ist eben oft ja die Erwartung, dass man das Gefühl muss haben. Und das ist für mich zumindest eben absoluter Bullshit. Wenn ich irgendwie... Ja, aber so der True Artist... Anfang 20 gesehen bin, hat meine Ex-Freundin, damals noch Freundin, hat mir wirklich mal knallhart ins Gesicht gesagt, hat sie gesagt, eben du hast Gefühl, du musst dich so fühlen, weil deine Vorbilder sich so fühlen. Und nur darum machst du es. Das ist aber auch nicht true, oder? Und doch, das ist absolut true gewesen. Weil aber, eben, aber das ist ja dann wieder nicht, das ist ja dann auch wieder ein, wenn das der Grund ist, dann ist ja, dann ist klar, dass es nicht so gut kann sein. Ja, aber du badest dich dann aber drin. Du badest dich ja dann genau in dem. Das heißt, ja, aber das funktioniert nicht. Es ist krass gewesen, bei mir ist es. Ich kann schon sehen, dass das ein Trigger, dass das für dich ein Beweggrund war, aber da willst du nicht, das funktioniert nicht, oder? Nein, vor allem habe ich dort noch nicht gemacht, was ich immer wollte machen. Ich glaube, das ist, wenn man einen Wunsch hat in sich inne, wo man unbedingt will verwirklichen, dann muss man es oft in irgendeiner Art und Weise irgendwann probieren. Und ich glaube, das ist bei mir dort dann das Problem gewesen. Ich habe immer den Wunsch gehabt vom Solo-Programm und ich habe da halt wie viel im Leben prokrastiniert und immer so gefunden, ja, aber ich spiele zuerst noch ein bisschen Theater und ich moderiere jetzt noch die Sendung und jetzt mache ich das. Und für all die sich jetzt wieder kennen und sagen, ja, ich will eigentlich auch schon lange etwas machen, vielleicht noch, das ist gleich, es hilft dir niemand. Also du musst es selber machen. Immer. Du musst selber, du hast jetzt auf dem Christoph Unterstützung gehabt, aber gleich einen Podcast aufbauen oder weiss nicht was und du musst aktiv sein und tun und machen. Viele haben ja so die Idee, sie werden entdeckt oder können irgendwie, ihr Traum geht irgendwann in Erfüllung, aber das stimmt nicht. Du musst wirklich selber die Kamera holen und auf das Stativ stellen und 100-mal die Moderation machen und neu schneiden und wieder aufladen und vielleicht interessiert es auch dann niemand, aber du machst es wenigstens. Genau. Und was ich auch sagen wollte, ist eben wegen dem sich in sich reinfressen und versteckt halten, was du vorher gesagt hast, du hast mal gesagt, dass du das Gefühl hast, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals, dass deine Krankheit ein Stück weit auch wegen dem entstanden ist, weil du immer schon ein schlechtes Bauchgefühl gehabt hast und das quasi in dich reingefressen hast. Dann bin ich nachgegangen. Ja? Der ganzen Geschichte. Ich habe gemeint, die Alkoholsucht von meiner Mutter und die Traumata, die ich erlebt habe, die sind mit Schuld an dieser Darmentzündung. Mhm. Und das hat man auch lange früher, bis in den 80er Jahren, so gemeint, dass so dramatische Erlebnisse in der Kindheit können das natürlich schon begünstigen, dass so etwas passiert. Mhm. Aber es kann nicht der Grund sein dafür. Weil es hat jetzt schon x Studien gegeben, es hat in Rumänien ein Kinderheim gegeben, wo Kinder wirklich misshandelt worden sind, zu wenig zu essen, abgeschlagen. Und also dann ist es wirklich ganz schlimm gegangen. Aber die sind gesund gewesen, körperlich. Ja. Also es würde ja bedeuten, dass alle Leute, die schlimme, dramatische Sachen erleben, müssten ja dann krank werden. Aber du musst wie genetisch schon die Vulnerabilität haben, dass es ausbrechen kann. Es ist wahrscheinlich ein Katalysator. So, genau. Mhm. Es spielt mit, wie Epigenetik, oder wo lebst du, wie ist die Luft, was isst du, das sind alles miteinander. Aber ich kann nicht sagen, meine alkoholkranke Mutter ist schuld, dass ich Darmentzündung hatte. Nein, sollte man ja nicht. Sondern eben, ich habe mehr das Gefühl... Aber das habe ich damals geglaubt. Okay. Also, weil ich da den Schmerz gesehen habe und das ist Schuld an allem.
Ja, ja, ja. Du kannst wie nicht mehr abstrahieren. Und du fragst jetzt zum Beispiel auch, wieso habe ich heute Kopfweh? Und dann nimmst du irgendwie an wegen dem. Der Mensch will sich immer irgendwie erklären, aber vielleicht hat er einfach Kopfweh. Schließt ja den Kreis zu QAnon und Pizzagate und was weiß ich und 2020, dass viele Menschen oder Gott sich nicht können erklären, warum es so eine Pandemie gibt und eben dann eine Erklärung suchen. Und vor allem, weil ja auch eben gewisse sehr, sehr informierte Menschen dann sagen, ich weiß es nicht, ja. Langt das ein Mensch nicht? Und das sagt dann, aber es muss eine Erklärung geben. Genau. Es muss eine Erklärung geben. Und das ist sie. Da haben wir es, oder? Dunning-Kruger-Effekt. Und ich habe das eben im Dunning-Kruger-Effekt immer behauptet, so ist es wegen meiner Mutter. Erst, als ich mit Psychotherapeuten, mit Ärzten, mit all diesen Leuten geredet habe und ein Buch darüber geschrieben habe, erst dann habe ich begriffen, nein, das stimmt ja gar nicht. Aber es gibt auch nicht es gibt auch keine einfache Erklärung. Und das ist bei allem so, wenn man tief reintaucht, merkt man. Und ein gutes Comedy-Programm schreibt man nicht durch den eigenen Schmerz, aber auch nicht konstruiert, sondern es gibt nicht die Erklärung, wie man ein gutes Comedy-Programm schreibt. Ja. Man schreibt es oder man schreibt es nicht. Absolut. Ja. Das ist so. Und also du hast jetzt leider. Da klopft ja schon ein. Du hast jetzt leider schon ein paar Mal angeteased und ich finde es irgendwie blöd, wenn man jetzt danach fragt, aber wenn du sagst, eben, ein Comedy-Programm ist ein bisschen alles und du redest vor all den Szenen von deiner Mutter, vielleicht machen wir es auch abseits von der Kamera. Nein. Aber es klingt so blöd, aber ich weiss, dass man jede Szene lustig kriegt. Du bist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz bei der Wahrheit. Aber du hast es lustig gemacht und dann hast du eben wie alles zusammen drin. Und dann ist eben die Frage, muss das, wenn du kannst ja da eben die dramatische Szene erzählen und dann kannst du sie lustig machen. Und dann machst du automatisch genau das, was dein Leben lang dazu konditioniert worden bist. So tu, als wäre es nicht so schlimm gewesen. Und dort ist ja der Hund begraben, das willst du ja nicht, weil du hast jahrelang so da, nein, so schlimm ist es gar nicht gewesen, aber es ist schlimm gewesen. Und wenn du nachher auf der Bühne stehst und das wieder machst, und wie das so fürs Publikum erträglich erzählst, damit niemand mit einem schlechten Gewissen heimgeht, dann machst du das, was du dein Leben lang gemacht hast und wieso du so Bauchweh hast und wieso du glaubst, dass du Darmentzündung bekommst. Ja. Und das macht sie nicht, das ist nicht gesund. Ich wehre mich natürlich ein bisschen dagegen, zu sagen, dass man es mit dem weniger schlimm macht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Für wen machst du es denn lustig? Wenn für dich? Gar nicht, eben ja. Du musst dich selber lügen, weil du es nicht kannst ertragen, dass das so viel Schmerz war. Aber man kann Schmerz ertragen. Aber ich glaube, das ist sicher auch einfach eine Polik sozusagen im Kopf von jemandem. Ich kann sehr wohl schmerzhafte Sachen erfahren und durchleben und trotzdem den Humor in dem sehen und den Humor anwenden, weil es eben eine Form von Therapie ist. Wegen dem tue ich aber nicht die Schmerzen an sich mindern, sondern es ist einfach meine Form von der Verarbeitung. Aber die Akzeptanz davon, die ist immer die erste. Ich kann dir die ein bisschen abkürzen. Eine kurze Szene, so, in so einer dramatischen Szene, wo ich Humor drin sehe, zum Beispiel. Yeah. Ich bin in der Küche gestanden, es ist Alkoholflaschen sind rumgelegen, es hat gestunken in der Küche. Es war schrecklich gewesen und ich habe meinem Vater gesagt, du, das Mami hat wieder gesoffen. Und er sagt einfach Heiko nichts. Ist, oder was? Was? Wo er Heiko ist, oder wie? Nein, am Morgen. Ah, okay. Am Morgen, Sonntagmorgen. Ja. Das Alpenmorgen. Ja, sie hat wieder gesoffen und er sagt nichts. Und dann nimmt er plötzlich eine Champagnerflasche und haut sie auf den Schützstein und will sie zerschlagen, weil er so überfordert ist mit der Situation, weil er weiss, es ist so schlimm, dass die Mutter ständig betrunken ist und der Sohn ist überfordert und weiss nicht was. Und die Flasche geht nicht kaputt. Und dann haut sie immer wieder auf den Schützstein und die Flasche geht nicht kaputt. Und dann lässt er sie los und schaut mich an und sagt, die Flasche geht nicht kaputt. Und es ist so extrem die Situation dargestellt mit der Mutter, die trinkt, wo man nicht kann, nicht einmal, mein Vater ist nicht einmal fähig, die Flasche kaputt zu schlagen. Und er ist auch nicht fähig, ihr zu sagen, hör auf trinken oder die richtigen Sachen als Mann, als Vater im Haus, die Verantwortung zu übernehmen, dass die Kinder nicht mehr leiden. Das schafft er nicht, in dem Sinnbild mit dieser Flasche.
da kann man sagen, ja, das hat Humor drin, oder? Aber es hat auch so viel Schmerz und so viel Scheiße drin. Und ich weiß jetzt nicht zum Beispiel die Szene, wie, also jetzt gibt noch andere, die noch schwierig. Da habe ich jetzt eben das Gefühl, da sehe ich jetzt noch den Humor. Und es gibt andere, da sehe ich den Humor schon gar nicht mehr, oder? Mhm. Aber dann frage ich mich so, wie soll man das und kann man das überhaupt erzählen? Und muss man das überhaupt so erzählen, dass es lustig ist und kann man es überhaupt erzählen? Ja, ich weiß, was du meinst, dass in dem du Humor siehst, ich glaube, ist gleich nicht lustig. Nein, ich glaube, es geht aber gar nicht um das. Es geht nicht darum, dass man schon eine lustige Szene nimmt. Sondern du, das ist ja so halb lustig. Ich glaube nicht, dass da jemand könnte lachen, wenn er die Szene sieht in echt. Also weißt du, wenn du die so siehst, dann kannst du glaube nicht lachen. Das ist zu tragisch, weil du spürst die Verzweiflung von dem Vater, wenn er probiert, die Flasche schon nicht zu schaffen. Und die Angst vom Kind. Und du erzählst das Knall, so. Bam, bam, bam. Und du stehst da, hast Angst. Und dann die Vater schaut dir an und sagt, ich kann die Flasche nicht kaputt machen. Und du merkst, shit, er kann nicht nur die Flasche nicht kaputt machen, er kann die ganze Situation nicht lösen. Wer ist da? Wer kann mir helfen? Mhm. Das ist so ein Grundgefühl und eine Grundsituation, was ich dir zu zeigen. Da denke ich so, das würde ich gerne auf die Bühne bringen. Und dann frage ich mich, wie ich das würde machen. Also, dann kann du jetzt sagen, mach's nicht. Ja. Wieso? Nein. Weil es eben nicht lustig ist, aber das ist jetzt nicht lustig. Das ist jetzt nur ein Witz gesehen. Ich finde es schwierig, da könnte man sich noch Stunden drüber schwätzen. Das ist spannend. Ich finde es schwierig, weil, so wie du es erzählst, kriegt es natürlich schon extreme Schwere. Und, ist auch schwer. Und ich überlege dann so, es ist mega schwierig, weil jeder Mensch ist sein eigener Mensch. Das ist halt oft so. Und ich überlege dann so, wenn ich jetzt die Szenen erlebt hätte, also mal isoliert die Szene, würde ich sie so erzählen, schon von Grund auf. Oder würde ich irgendwie eben nehmen, schon etwas anderes Lustiges gesehen. Weißt du, zum Beispiel, wenn du sagst, überall sind Flaschen rumgelegen, dass ich dann würde sagen, es hat ausgesehen wie nach einem Fußballmatch. Oder bla bla bla. Also weißt du, irgendwie würd ich irgendwie in dem. Ja, aber genau, jetzt sind wir ja ein Problem, das macht ja. Ich habe ja mein Leben lang ein Comedy-Programm gemacht, als in echt. Ich habe ja immer müssen so tun, als wäre alles lustig. Und ja, schau, da ist ja gerade wie nach einem Fußballmatch. Und Alkoholismus wird so runtergespielt. Und man macht immer, haha, ja, sie ist jetzt einfach lustig und so. Ich habe mein Leben lang ein Comedy-Programm gespielt. Und die Leute haben es auch lustig gefunden. Und meine Mutter hat so viel Lachen bekommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wenn die durch die Stadt gelaufen ist, wie viele Leute gelacht haben. Oh, schau mal, die lustige Frau Rehmann, was macht sie denn da? Und die war richtig Comedy gewesen. Und die Leute haben gelacht, aber es ist eigentlich schlimm. Yeah. Und dann gerade das Gegenteil machen, ein Stand-up, das eben nicht Comedy ist und bam, und sagen, das ist eure Comedy, die ihr euch wünscht. Das wäre schon ein schönes Statement. Das würde mir irgendwie gut tun, aber es wird niemand. Es wird einmal eine Premiere geben, dann würde niemand mehr kommen. Gut, wir müssen jetzt nicht Comedy nennen, sondern eher Spoken Word oder so. Ja, vielleicht also, nicht mal Spoken Word, sondern links und rechts ein paar Fressen. So müsste ich es nennen. Aber so? Das wäre doch etwas. Ein direkter Eierkick. Also schau mal nicht, weil es nimmt mich wunder, was du sagst. Ja, vielleicht. Ich habe es sehr spannend gefunden. Es ist nicht das, was ich... Aber du spürst es. Ich habe das Gefühl, ich muss raus mit dem, weißt du, den Drang, das Brennen. Und es würde auch irgendwie funktionieren in einer gewissen Form. Aber ist es gesund? Und was ist wieso will jetzt der kommen und will jetzt auf die Bühne stehen und sagen, schau mal, ich arme Bub, was ich alles erlebt habe. Und so, was ist denn? Logisch, ich kann sagen, nein, ich mache es für all die Kinder, die das jetzt noch erleben. Aber was bringt das denen etwas? Nein. Aber hast du nicht das Gefühl? Ich habe das Ding noch nicht gefunden. Genau. Ich habe das Gefühl, in dem Punkt bist du auch noch sehr klar separieren zwischen was für dich Comedy ist, ist eben eigentlich das Überspielen. Und was die Realität ist, nämlich wahnsinnig schlimm. Ja. Und ich bin wirklich nicht als Verfechter von der Comedy, sondern wirklich, weil es meine persönliche Überzeugung ist, bin der ganz klaren Meinung, dass beides verbunden werden kann und du nichts von dieser Tragik wegnimmst und von dieser Schwere, aber du kannst es lustiger machen. Und die Frage ist, ob du das willst, oder? Oder ob das genau eben nicht willst, weil du es immer gemacht hast. Das ist eben der Punkt, weil ich habe das Gefühl, was ich meine, ist nicht das Gleiche, was du meinst. Also, ich meine, dass gerade wegen dem Humor man vielleicht sogar noch mehr Empathie empfindet und durch das mehr den Punkt versteht, den du machen willst. Mhm.
Weil, wenn du es mir so erzählst, dann empfinde ich es oft als eben tragisch und als schwer. Ja. Und ich kann es auch nicht ganz nachfühlen. Mhm. Eben, ja, du kannst es gar nicht nachfühlen. Und, wenn du aber eine Basis setzt, das kann ja dann auch ein völlig anderer Punkt sein. Das kann irgendwie, frag mich nicht, klassisch Stand-up beim Einkaufen, im Flugzeug, keine Ahnung was, weißt du? Und es nimmt mich mega Wunder, was du sagst, wenn du zum Beispiel ein Video schaust, ich probiere es möglichst genau zu nennen, wir schauen es jetzt nicht, aber es heisst irgendwie Craig Ferguson Speaks from the Heart, glaube ich. Es geht 12 Minuten oder so. Ja. Und es ist der Craig Ferguson, damals noch Late-Night-Host in den USA, sehr schwerer Alkoholiker gesehen. Oh, ich kenne den Clip. Dort schon lange talken. Ja. Also, super, du hast ihn gesehen. Ja. Und er fährt ja an, zu erklären, warum ich heute keine Witz über Britney Spears machen werde. Und das ist zur Zeit gewesen, wo sie sich gerade den Schädel rasiert hat. Genau. Und wo er offensichtlich hinter der Bar gelegen ist, mit dem schottischen Ding. Genau, und dann fährt er eben erzählen, weil sie offensichtlich einen Breakdown hat und über das ich jetzt keine Witz machen will. Richtig, Und dann alles erklärt und seine Geschichte, die er dort erzählt, und eben sein Umgang mit Alkoholismus und wie der Alkohol sein Leben gerettet hat, weil er sich eigentlich umbringen wollte. Und dann hat der Typ im Pub gesagt, komm, such doch noch einen. Und dann hat er so viel gesoffen, dass er vergessen hat, sich umzubringen. Der Bit ist mir auch geblieben. Hey. Du nimmst mir jetzt mega Wunder, was du sagst, weil mir hat es wahnsinnig getroffen. Ja, voll. Es ist rein, es ist emotional gesehen. Ich habe am Schluss geheult, habe gefunden, es hat alles bereicht. Ja. Es ist aber auch fucking funny. Ja, das stimmt. Und das meine ich. Können lachen. Ja. Das meine ich. Ja. Robin, das meine ich! Aber das ist schwierig. Natürlich ist es schwierig. Es ist einfacher, wenn ich einfach kann sagen, so ist es gewesen. Und Kunst ist eben, Kunst. Natürlich ist es schwierig. Ja, richtig. Aber da müsstest du mal wirklich überlegen, wo ist da, wie bringst du das? Natürlich kannst du das nicht von heute auf morgen machen. Ich sezieren da, wie heißt der Craig? Craig Ferguson. Genau, ich kenne den Namen nicht mehr. Aber ich kenne den Clip, jetzt einen blauen Anzug an und Im Video, glaube ich, wenn ich mich nicht... Ja, das ist blau, okay. Grau, irgendwas. Ich habe einfach so die Bilder noch im Kopf und ich weiß auch noch, wie mir das geblieben ist und er hat das richtig gut gemacht. Ja. Und das meine ich. Und natürlich ist es sehr schwierig. Also du kannst ja auch... Stimmt, das wäre vielleicht zu einfach. Ja, das ist es. Ja. Es ist vielleicht zu einfach, wenn man das einfach so erzählt. Man muss wie noch weiterdenken. Es ist wie jetzt mal die Grundidee, aber du würdest in dem Fall sagen, die Grundidee ist gut, dass ein Mensch, der sich das getraut, seine dramatischen Erlebnisse zu verarbeiten, aber auf eine Art und Weise, wie jemand eben nachvollziehen kann. Richtig. Und wenn ich so erzähle, kannst du es nicht so gut nachvollziehen, wie wenn der Ferguson da erzählt, wieso er keinen Witz über Britney macht. Und so. Genau. Und das ist das, was ich eigentlich meine. Und mit dem tust du ja nicht den Ursprung schwächen. Das stimmt. Und du tust ja auch nicht den Menschen seichter machen, sondern du machst sie ihnen zugänglicher, weil sonst die Brücke zu lang ist und du die gar nicht kannst schlagen. Es geht darum, wie du es transportierst. Genau. Und es ist zu... Ja. Wir haben den Startpunkt hier. Also ich schaue es mega gerne mal mit dir an, ob wir irgendetwas daraus können machen. Oh, unbedingt, ja. Das wäre cool. Ich fände es geil. Ja, unbedingt. Ich fände das gut. Eben, weil es... Ja. Und lustig, dass du die Szene sagst von dem Ferguson, weil... Du bist nicht einer, der sich so gut an Comedy-Szene erinnert, aber das hat mich wirklich tief berührt. Ja, also, dann unbedingt schauen. Mhm. Geil, das heisst Speaks from the Heart? Ja, genau. Super. Craig Ferguson Speaks from the Heart. Robin, wir haben schon eineinhalb Stunden gelabert. Das ist gut gewesen. Wahnsinniger Trip. Ja, voll. Es hat so... Und ich finde es mega schön, haben wir uns wieder mal gesehen. Ich glaube, du hast gemerkt, dass ich schon lange nicht mehr bei einem Psychologe war. wirklich so. Letzte Sitzung ist eine Weile her, danke fürs Überlegen. Ich schätze, den habe ich schon immer geschätzt und eben, der hat auch besoffen funktioniert. Ja. Ich habe kürzlich an dich gedacht, weil, ich glaube, also du wohnst immer noch in Altstädt, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Nicht? In Baden, neu. Ah, in Baden? Haben wir eine größere Wohnung. Also, du hast lange in Altstädt gewohnt. Ja. Über 10 Jahre. Und ich habe früher auch oft bei dir gepennt. Mhm. Nein, so oft ist übertrieben. 2-3 Mal. Nein, 5-6 Mal. Wirklich? Ja. Okay. Aber ja, ich weiß noch, für mich ist es oft gesehen, okay, jedes Mal, wenn ich in Zürich bin, habe ich bei dir gepennt. Hast du nicht mal in Baden bei mir übernachtet? Ah, vielleicht noch doch, in der alten Wohnung. Ja, in der uralten Wohnung. Ja, in der alten Wohnung. Dort habe ich auch noch bei dir mal gepennt. Ja. Und ich weiß noch, wie einmal, wir haben irgendwie sogar...
ich glaube, du hast noch bei Viva geschafft und ich habe den Kameramann gemacht für den Tag, wo du irgendwie an der Street Parade bist, irgendwie Interviews filmen. Und dann sind wir irgendwie noch in, wie hat der geheißen, Q-Club oder was auch genau, damals gesehen. Und danach sagst du, und ich habe ja keine Ahnung von der Distanz und so, und dann hast du gesagt, ja, wir laufen jetzt heiß, es ist nicht so weit. Oh shit. Und dann sind wir auf fucking Altstädte gelaufen. Wie lange? Und ich bin kürzlich bin ich über die Brücke gefahren, wo wir drüber gelaufen sind. Und ich habe so einen ultimativen Flashback gehabt, wie wir damals irgendwie um 3 Uhr morgens über die Brücke laufen. Jetzt kommt mir die Erinnerung an, und ich habe gesagt, dort, wo das M ist es. Das Migros M. Ich habe gesagt, schau, das M, dort ist es. Und ich habe, ohne Scheiß, ich habe mich gefühlt wie in einem Blockparty-Song, weil ich damals irgendwie das gelost habe und die haben immer so Bilder gehabt von irgendwie grossen Städten, Weekend in the City und so. Und für mich, ich habe mich, glaube ich, selten kleiner gefühlt und die Welt grösser empfunden, wie dort. Und nein, es war wirklich ein schöner Moment gewesen, so. Obwohl ich es in dem Moment natürlich offensichtlich habe wollen hassen, aber das Unterbewusstsein hat es mega, mega... Lustig, ich habe die Erinnerung auch noch. Romantisch witzig, dass das so vorkommt. Ich habe jetzt da ewig nicht mehr die Szene, ich kann nie mehr daran denken, aber die ist noch da. Yeah. Schon lustig, wie viel noch da ist. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt über die Zeichen und so, ob die anders wird aussehen. Hundertprozentig. Ja, eben, ja. Und wie sich das auch verändert. Ja, ist witzig. Weil auch das kann zum Beispiel Comedy machen, merke ich immer, wenn du mit Kollegen die austauschst über etwas, was mal passiert ist, was du zusammen erlebt hast, weil der Blickwinkel ja sowieso schon immer geschärft wird, kann das dann einfach komplett eine andere Erfahrung gesehen sein. Und darum vielen, vielen Dank, bist du da gewesen. Ich habe es genossen. Ich schätze eben das Gespräch mit dir. Gleichfalls, müssen wir öfters machen. Immer noch, ja. Wir machen es unbedingt wieder. Und das nehme ich beim Wort, dass wenn du mir da mal hilfst. Wenn ich kann helfen. Ich weiß nicht, ich kann dir ja mal. Ich schaue es mega gerne mal an. Es ist ja schon ein bisschen etwas rum. Yeah. Ich kann dir mal ein bisschen zeigen, was rum ist, und dann kann man das ja mal anschauen, wer weiß. Unbedingt. Du hast einmal einen mega lustigen Text geschrieben von deinen Erfahrungen, irgendwie noch, wo du im Austausch gesehen bist und so. Ah ja. Ja, da bin ich, das ist da schon. Siehst du, die könnte man sicher auch noch nicht mehr einbauen. Ja, die sind aber schon ein bisschen, da bin ich noch jung gewesen und das geschrieben. Robin, alles Liebe. Weiterhin viel Erfolg bei deinen wieder aufgefrischten Daten. Und bis bald. Bis bald. Peace. Boop, boop, boop. Bra, bra.